gearing up because there is a dragon in 10 seconds and the dead bandit would not help that cause for Rocket. He's going to get over the wall. Max range on that shadow dash will get him to safety. Oh! Snipe! Rallus tried to get in range for his heal but wasn't close enough. Picking any armor against him. Yep. Well, let's see. He has three damage from the passive. What if his TP? Is that for a Rift Scuttler? It is. Worth it. All right. Gotta get that Rift Scuttler. Here you go, ladies and gentlemen. Official approved play. But we do need to take a quick break as Giants look to stay alive in Game 3. Our coverage of the 2015 regional qualifier continues when we return. I like how you wanted to add that. Yeah. I just think looking at the bans, Giants banned out Shen, Lu, and Fizz. They need to hit the gym because they can't flex anything right now. And it's so poor because you lose all the pressure. It's bad fun, just had to make it. Let's send it over to the guys who will be calling today's series. And back to us. It's more of us. Woo! Just kidding. It's not. We're not going to call. There it is. Yeah! On Gravity, who can catch a Tristana? He should play the Gravity field. Hello. Welcome back to Dog. I mean, Layers obviously, when honestly, it. Such a dramatic pause. Well, you can't do that, guys. I mean, I think we bleed because we played against the tiger that's called Fnatic. Did you have a Stuttgart? What is it? Santa Claus comes in and does Christmas and puts down all the gifts in this one. And now you're wearing it. There's gonna be coal in your stuff. Also, I can tell you that. A little side quest here. Exactly. So they defend the tower, but they cost teleport? And you actually get a TP out. On support with. Unbelievable. Here is your LCS big play of the day. We'll continue as a 1v1. Just not familiar with but I wish them all the best. Naja, weil wahrscheinlich, wie wir in dem anderen Bild gesehen haben, Yes! There you go. That was all I wanted for today. Das klingt sehr traurig. Und mies. Und da sitzt Geld. Das ist nochmal eine Bluse. Oh nein, sag mir nicht, die hatten auch noch einen Hund. Wenn ein Hund getötet worden ist, ist das Spiel vorbei. Das weißt ich du dann? Ich kann mit Hunde getötet in Filmen oder Spiele oder generell kann ich nicht. Das geht nicht. Ich habe einen Windhund. Ich habe Angst, ich werde doch gleich angegriffen von einem Hund. Das ist ein Windhund. Und er ist tot. Er ist verbrannt. Er ist verbrannt. Das Spiel ist doof. Es tötet Tiere. Vor allen Dingen Hunde. Und Hunde sind die besseren Menschen. Telefon. Blöder Hundemörder. Muss er auch sterben. Was ist das Telefon? Weiß ich nicht. Ist du gerade durch den Spiegel gegangen? Ja. Okay, aber das Klingeln ist lauter geworden. Da rechts? Hello? Yes! What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. So this is like amnesia, no? Okay, also hat es gebrannt und alle sind gestorben. Das ist das verbrannte Haus, wo du sehen, daran durchsehen kannst, ne? Ist alles verkugelt jetzt. Stimmt. Nun gut. Spiegel. Du mit deinem nun gut immer, ey. Sorry. Ich bin angespannt. Wörter kommen aus meinem Mund. Du hast gar keinen Wortschatz mehr jetzt. Nein. Einfach nur noch nun gut. Das ist offen, hier waren wir also schon. Oder nicht? Hat es das, bedeutet es das? Weil ja. Ich glaube, hier bedeutet gar nichts Böses. Was steht da? Make up your mind. Nee, doch. Ja. Ich will hier durch. Okay. Ein bisschen laufen. Humpeln. Okay, humpeln. Sieht aus wie ein kleiner Schrein, aber es ist eher zum Mäusefangen, irgendwas gebasteltes. Das ist auch eine Mäusefange. Ja, stimmt. Okay.
Oh, nee, ist gar keine Tür. Okay. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist. Hm? Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist. Irgendwie alles so schwammig. Feuer, Tod. Ja. Kinder, Frau. Erhängen. Bisschen eklig aus. Sind das diese, diese Blutsauger? Wie heißen die? Blutegel. Sind das die? Hast du das Ding gedreht mal? Nee, aber ich. Oh no, jetzt ist es weg. Hast du ein Inventar? Bezweifle es. Okay. Gut. Dann werden wir es nie erfahren. Die war so ein Hirsch. Das scheint auch so ein Ding zu sein. Es macht mehr Spaß, dir zuzugucken. Nö. Oh nein, ist der Hirsch auf dem Boden gefallen. Was ist denn jetzt überhaupt passiert? Hier sind nur Halsspuren. Ach so. Alles kaputt gegangen. Wahrscheinlich ist auch alles kaputt und in seiner Wahrnehmung ist alles noch normal. Ich bin besoffen, einfach nur. Es passiert hier gar nichts Gruseliges. Stimmt. Das ist nur der Alkohol, der aus mir guckt, weiß ich nicht. Das ist alles so zauber, dass alles wunderschön aussieht? Das macht das Alkohol? Vielleicht. Zumindest hier. Hat da jemand was gegen geworfen? Das ist ein Ventilator. Stuhl. Ich weine sogar ein bisschen. Ich weine. Da kam nur eine Träne. Hopp. Hey, Rollstuhl. Du bist bunt. Soll ich setzen? Soll ich mich setzen? Auf zu Abenteuern. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gucken soll. Das ist ein Rollstuhl. Ja, hinten war Rollstuhl, da andere Tür war Tür und alles war. Ah. Guck mal, die Tür ist offen. Da will ich nicht rein. Okay, sie will auch nicht, dass du reingehst. Okay. Hält dir jemand zu? Ist mir egal. Jetzt ist sie wieder offen. Das war so klar. Ich weiß. Aber ich will auch gar nicht da rein. Oder was? Ja, ich dachte auch, aber ich glaube, da steht nur ein Schrank. Oh, wenn das jetzt so ist wie bei PT. Oh Gott. Passiert nichts. Was sagst du jetzt? Naja, also ich dachte jetzt, ich habe echt mit was gerechnet. Weil man das Licht anmachen muss? Ja, und geht's so? Auch, ja. Mit sowas habe ich gerechnet. Danke. Ich fange mal an. Oh, ist das ein Schlüssel? Ja. Und die Tür ist zu. Kann ich nicht anmachen! Da jetzt! Hat da jemand auf Knochen gebissen? Oder humpelt da jemand an? Ich glaube sowas. Okay, warte. Was ist denn das? Kommt da jemand rein? Nicht rein!
Oh Gott. Ich kann nichts machen. Hallo. Verfolgt uns jetzt auch noch irgendein Vieh? Müssen wir jetzt darauf achten, wenn es so dunkel wird, dass das Vieh kommt? Ich will nicht darauf achten. Ich bin auf jeden Fall schlüssig, ich weiß nicht wofür. Aber komisches Geräusch, das hört sich halt an, als würde jemand auf Cornflakes kauen. Ja, es hat sich auf jeden Fall komisch angehört. Ja. Aber ich fand es lustig, dass es angeklopft hat. Ja, immerhin ist es ein höfliches Monster, wenn es eins ist. Ist es nicht schon Feierabend? Du gehst jetzt durch diese Tür! Na? Oh, guck mal, es ist ein buntes Monster. Wenn es eins ist. Aber die Tür war ja zu, ne? Es ist mein Gemälde. Ist das das Gemälde, was dich verfolgt? Er kommt daraus. Ich glaube, er ist aus der Tür gekommen. Oh, guck mal, was da läuft. Nee, ist das, siehst du, die Farbe ist... Okay. Aber die Farbe ist auch hier zerlaufen. Ist nach da gegangen, hat angeklopft. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es irgendein Wesen ist, was aus Gemälde, von Gemälde zu Gemälde läuft. Das ist es vielleicht sogar. Du hast ja gesehen, es kommt hier da aus dem Gemälde raus. Ah. Und ganz viel mit Gemälde. Und Farbe. Ja, hier waren wir schon. Hallo. Warum hat er doppelt gehumpelt? Warum drehst du dich so spooky um? Ich hätte gedacht, da wäre was. Erstmal in diese Ecke gehen. Jetzt komm wieder. Du meinst... Ah, okay. Ich möchte ganz kurz einmal das Ding abspielen. Ja, dreh das Ding. Und Musik hören. Aber es kommt keine Musik. Und deswegen ist es drauf. Oh, wir müssen wahrscheinlich da. Muss ich nochmal drehen? Ein Moment, ich will noch ganz kurz... Ja, nur kurz die Musik. Erst mach doch mal fertig. Lass los einfach. Geht das nicht? Nee, dann passiert nichts. Okay. Hab ein bisschen was von Bioshock auch. Das ist schön. Dazu tanzen wir. Yay. Cool, das Monster kommt. Und es klopft gleich an. Und mit diesen Worten... Und mit diesem wunderschönen Bild... My Pause. Ja, es war lustig. Es war doch interessant. Schön. Interessant. Ja. Daraus kann man vielleicht noch eine Session machen. Ja. Weil ich finde, du hast ein tolles Spiel rausgesucht. Danke sehr. Und jetzt verabschieden wir uns und geben über zu Nils, glaube ich, mit Mad Max. Oh, cool. Das ist saucool. Darauf hätte ich sogar noch Bock. Aber nein. Es ist zu spät. Ja, es ist wirklich zu spät. Deswegen, aber viel Spaß mit Nils. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin in den letzten 5 Wochen nicht vor 0 Uhr nach Hause gekommen. Meine Familie kennt mich gar nicht mal mehr. Jeden Tag bis 12 Uhr ist jetzt einfach nicht mehr drin. Schisse, irgendwann ist es zu Ende. Schacht, ich bin 38. Alter, wie soll ich irgendwie vielleicht noch mein Bett und mein Fernseher und meine Couch hier reinbringen? Ey, mach ich? Wozu hier nehmen? Nimm doch einfach alles von mir, mein Leben. Weißt du was? Das, was Dennis sagt und Gregor und Daniel auch. Die Uhr ist stehen geblieben und ich bin nicht mal aufgefallen, weil ich seit Tagen nicht mehr drauf geguckt habe, du Arsch. Ich hab die Lösung. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir arbeiten noch länger. Wir schlafen gar nicht mehr. Wir machen bis 3 Uhr. Es kommen so geile Spiele raus. Ihr braucht gar nicht mehr. Ihr wollt gar nicht mehr schlafen. Wir machen durch.
So viel mehr Hüte. Sieben oder sowas. Ne? Einfach, es werden bei jedem Captain. Es werden jedes Mal weniger. Ja. Weil und keiner sich darum kümmert. Continuity? Never heard of that. Never heard of what? Never heard of what? Ja, ja, doch. Da ist er wieder. Guck dir dieses Ding an, Alter. Kalt. So, Achtung! 3, 2, 1. Meint ihr, das könnte was gewesen sein? Ich weiß nicht ganz. Was ist das mit Absicht?
Gesicht gemacht? Ja, ich wollte euch mit überraschenden Gesichtern sehen. Das war zu erwarten. Das ist doch meine Sicht. Ja, genau. Ich hab einfach richtig stark mit Messer gebrochen. Ich muss schon lange alle ab einfach. Wie sehen die Gesichter denn da aus? Ich, hab nur so, ich dachte, du bist in irgendeinem Fall mit der Kamera, Mann. Ja, alle sind nur so, gucken halt so hinterher. Ey, das ist so Patrick, pass ein bisschen auf, weil ihr Alter. Und ihr habt gesagt, wir müssen einen hier haben. Hier, das Ding gehört Olli. Spaß, ich hätte gedacht, dass das sehr voll ist. Oh nein, der blutet! Was ist denn los, Mann? Komm mal, Nathalie, dein Hemd an. Denken ist der Hauptpart. Die einfachsten Fragen haben wir letzte Aufzeichnung weggehauen. Mhm. Ich weiß leider auch nicht so richtig, dass es kein Kontrollhäkchen gibt. Gibt es da nicht sowas wie gleichmäßiges Verwackeln oder so? Gleichmäßiges Skalieren, ja, aber hier, das hat doch was mit Position zu tun, oder? Vielleicht musst du da. Das machen wir gleichmäßiges weg. Ups. Transform-Ding und dann Skalierung halt höher oder breiter halt dann auf 0. Okay. Super. Vielleicht geht das, wenn wir sie runter skalieren. Ja, ist doch das Ganze, was will. Ja, eigentlich nicht. Bei Position müsste es doch eigentlich sein. Da müsstest du eigentlich. Genau, da kannst du. Aber ich kann hier gar nicht in die Expression reingehen. Ach, scheiße, das ist hier unten gewesen. Das öffne mal. Ja, kannst du auch das selber coden. Ja, ich weiß, aber da weiß ich auch nicht, wie ich es mache, weil wenn da kann ich nämlich auch, wenn ich einen Wiggle mache, dann macht das auch für beide Werte. Oder warte mal, wenn ich sage, ich mache das jetzt erstmal. Das beide wegmachen. Wenn ich sage, ist ja auch vollkommen okay. Weißt du, wie Leute die schweinische Pieces von sich stellen, solange das Gesicht nicht zu sehen ist? Kannst alles machen. Du kannst alles tun. Deine Identität wird nie aufgedeckt werden. Ja, es sei denn, ich gehe einfach, obwohl, wenn noch eine Kamera läuft, die mich einfach dagegen schneidet. Willkommen, Zock mit Bohnen. Mad Max. Entschuldigt bitte die kurze Verspätung. Was denke ich mir jetzt von der Ausrede aus? Ich habe den Bus verpasst. Bus kam nicht, da war Schnee. Da ist eine Eichhörnchenfamilie, hat Geburt gehabt auf der Autobahn, war Stau. Jetzt sind wir zu spät. So, aber jetzt geht's ja weiter. Beziehungsweise los. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Schön, dass das Spiel da ist. Denn es ist heute erst rausgekommen, Mad Max. Ein Spiel, was, sag ich mal, auf dem Nebengleis des gleichnamigen Hollywood-Spektakels released wird. Denn vor ein paar Wochen kam ja mit Mad Max dieses Action-Spektakel eben in die Kinos. Storytechnisch sind die beiden überhaupt nicht miteinander verwandt. Das ist quasi eine komplett eigene Geschichte. Wir springen direkt hinein in die postapokalyptische Welt des Grauens. Viele von euch kennen vielleicht noch den filmischen Vorgänger mit Mel Gibson in der Rolle des Mad Max. Und ich muss mal euren Chat hier irgendwo drapieren, damit ich euch ein bisschen lesen kann. So. Und wir wollen gar nicht lange Zeit verplempern und ich steige direkt mal ein. Wie gesagt, das Spiel ist ganz neu, ist von heute erst und da ist noch nicht viel passiert. Ich fange direkt vorne an.
ein neuer automatischer Spielstand wird aktiviert. So, und offensichtlich geht's direkt los. Of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Gastown. Der König kommt in seinem fahrbaren Thron. Crazy. Sieht aus wie in Herr der Ringe auf den Olifanten. Diese Typen. Listen, my apostles of Arthur. You've hunted well. Here's the fox who got eat plunder from Scabrous Scrotus. Prügelt, jetzt schon wieder artistisch rumhampeln. Der kann offensichtlich einiges einstecken, der Kollege. Ist klar! Jetzt verstehe ich, warum das ein 18er ist. Und er schmeißt ihn noch zurück vom Auto runter, obwohl er eine rotierende Kettensäge im Gehirn hat. Ja, Avalanche Studios haben das Ganze programmiert. Die haben noch ein anderes Studio in New York, die an Just Cause 3 gearbeitet haben und Mad Max selbst ist dann eben von einer anderen Dépendance. Die sitzen in Schweden, die das gemacht haben. Oh, guck mal, der arme Hundi, der ist verletzt. Nein. Das ist jetzt irgendwie auch so ein Ding, ne? Dass immer überall Hundebegleiter mit am Start sind. Dogmeat. Fallout 4. Metal Gear Solid, was wir nachher noch sehen werden, heute Nacht live mit Gregor, da gibt es auch einen Hund, der einen begleitet, also das ist ganz schön en vogue. Aber der Soundtrack gefällt mir. Water.
So, hui, jetzt kann ich steuern. Hallo, das bin ich. Bewegen, umsehen. Okay. Springen ist auf LT. Das ist schon mal ziemlich gewöhnungsbedürftig. Hier sind überall so ehemalige Korallenriffe. Seht ihr das? Ich bin offensichtlich in einem ehemaligen Meer unterwegs. Hier war wahrscheinlich mal Wasser. Ja, okay. Auch überall Boote. Alles klar. Guck mal hier. Das ist der Marianengraben oder was? Denn Stonehenge? Ah, wir sind in Schottland, alles klar. Beziehungsweise, nee, warte mal, Stonehenge ist in England, ne? Ist gleich in Schottland. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. War ich noch nie in Stonehenge. Benutze Wasserquellen, um deine Feldflasche aufzufüllen. Oh, guck mal, der arme Hundi hier. Oh, da ist ja nichts mehr drin. Wasser ist wahrscheinlich auch ein ganz seltenes Gut. In dieser düsteren, windigen Welt. Trinke aus seiner Feldflasche. Look. The dog has led me right so far. Ja. Gotta find it. Na gut. Zurück zum Hunimann. Wo ist er denn? Jetzt ist er weggelaufen. Guck mal, die Welt ist sehr apokalyptisch. Staub wirbelt, überall knarzt es. Das Metall ächzt. Ah, oh, da ist was. Lumpiges, was ist das? Ist das? Ah, das ist der Typ aus 300, ne? I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Chumbucket is your man. I'm your man. Yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. You're not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do, too. It's gonna need an overhaul. Don't go astray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Bei diesen Zwischensequenzen können wir eigentlich auch Bild im Bild rausnehmen, finde ich. Dann sieht man das Vollbild, das ist besser. Übrigens, ich weiß gar nicht, das Problem ist, dass das Bild im Bild, vielleicht nehmen wir es ab und zu mal raus, oder setzen es woanders hin, weil das ist exakt in den Anzeigen. Wir haben nämlich hier ein Radar, eine Lebensanzeige, eine Wasseranzeige. Jetzt seht ihr das, wenn ich mal raus bin. Das ist natürlich nicht so unwichtig. Genau. Okay. Die Synchro ist sehr schwer zu verstehen. Zum Glück gibt es automatisierte deutsche Untertitel, sonst muss ich ehrlich sagen, hätte ich den Kollegen da gerade kaum verstanden. Wir spielen übrigens auf dem PC, wer sich das fragt. So, was geht ab? Dog's bleeding out. Bro, I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Hat ein bisschen was von Nathan Drake, ne? Mit diesen zerrissenen Klamotten. Aber ich muss sagen, jetzt, also auf den ersten Blick optisch haut es mich jetzt nicht vom Hammer, vom Hocker. Ich weiß, dass das Spiel ursprünglich auch mal für die Xbox 360 und PS3 Generation entwickelt wurde. Das wurde dann aber verworfen. Und direkt dann nur quasi für PC und Next Gen, was jetzt Current Gen ist, entwickelt. Vielleicht ist es quasi noch das grafische Erbe, was da zum Vorschein kommt. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an, ich habe es gerade auch im Chat gelesen, aber ich musste selbst auch dran denken, an Rage, ein altes Spiel, was auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, was auch so in der Wüste war, wo man dann so rumfahren musste mit dem Auto. Und laut Entwickler gibt es bei diesem Spiel auch 60% Anteil Autofahren. Also man muss hier ziemlich viel rumdüsen. Ach, guck mal hier, wie bei Nathan Drake. Schon ein bisschen was von Nathan. Ja,
anything for me? Why didn't you? Schrotflintenpatronen. No wire. Okay. Alles klar. Das ist bestimmt super selten hier. Halten, klettern. Alles klar. Oh, da ist ein Lump. Den hole ich mir von hinten. Ich schleiche mich an. Kann ich mich anschleichen? Der catcht. Was macht er da? Oh, natürlich sieht er mich nur. Zielen und feuern. Tschüss. Okay, kein Problem. Kann ich den jetzt looten? Ich kann den nicht looten, oder was? Och komm, Homie. Das ist doch Quatsch. Warum kann ich das denn nicht machen? Die bölken auch immer rum, die Bösewichte, ne? Die sind immer nur am Zetern, am Meckern, so. Was haben die eigentlich für einen Alltag? Die müssen alle mal in Therapie. Bodenkampf. X, um gegen einen Schlag zu setzen. Y, um gegen einen Schlag zu reparieren. Alles klar, wäre ich dann einfach am nächsten. Welchen Konto aus für einen Fahrer einschlagen könnte, man Kettensäge. Kettenschläge. Ich habe Kettensäge gelesen. Kettensäge wäre besser gewesen. Kettenschläge sitzen. Okay, ja, komm mal her. Bam, 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 bam. Und geblockt. Und zack, 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 zack. Und geblockt. Kopf raus. Das war's schon? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Aber kommt noch einer. Okay. Okay, das war mal ein schöner Kinnhaken. Okay, also Kampfsystem, ja, an was erinnert das? An sowas wie Batman? Bisschen weniger anspruchsvoll bislang. X ist schlagen, Y ist blocken. Muss man eigentlich immer nur auf den schauen, der gerade nicht Opfer ist. Also ich gucke nicht auf den ich gerade prügel, sondern ich gucke immer auf den, der sich von hinten nähert. Und sobald das Y kommt, drücke ich Y. Und dann ist das eigentlich relativ Road Kill-Lager. Relativ einfach, wollte ich sagen. Da zerbricht das Auto. Was ist denn das für eine Art von Spiel? Also es gibt ja Spiele, da kann man überall rumlaufen und noch Verstecke finden. Und dann gibt es halt Spiele, wo man es nicht kann. Aber, also das sieht mir jetzt hier gerade nicht danach aus, dass es hier besonders viel... Hier muss irgendwo noch Schrott liegen, offensichtlich. Kann ich ja nicht mal hochklettern. Guck mal, ich kann eigentlich mal hochklettern. So, Kabel nehmen. Ja, damit. Kabel ist meins. Okay, wie war das jetzt? Okay. Schrott 1 von 2. Also irgendwo muss hier noch Schrott sein, ja. Boah, hier, da stapft er richtig durch den tiefen Sand. Oh, das ist richtig anstrengend schon vom Zugucken. Komm ich da hoch? Ne. Boah, was ist hier los? Was knallt? Seht ihr noch irgendwo Schrott? Ich sehe keinen Schrott mehr. Vielleicht hier hinten noch? Ist da irgendwas? Na gut, dann halt nicht. Hier ist eine Barrikade. Dann laufe ich jetzt mal zurück. Denn ich muss ja zu dem Typi, der operiert gerade an meinem Hund rum. Und ich möchte ja, dass es dem Hundimann gut geht. Ist hier irgendwas Offensichtliches über das Innen? Nee, ne? Keine Ahnung. Egal. Brauche ich keinen Schrott. Ist ja auch Schrott. Was will man noch mit Schrott? RT ist Sprinten. Oh, hoch, hoch, hoch. Oh, da stapft er durch den Wüstensand, ey. Voll anstrengend. Oh, was ist das da oben? Guck mal. Wer bist du denn? Warte doch mal. Lustige Höhlenmalereien hier. Verrückt. Staubpartikel in der Luft. Das sieht doch ganz süß aus hier, wenn man... Also hier ins Licht guckt, da sieht man vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Gedanke ist auch ganz schön. So ein bisschen Dreck in der Luft. So.
Ich komme! Ich habe die Kabel! Dinky, die läuft schnell aus. Ja. Soll wohl heißen, dass er blutet. Ja. Der Chirurg meines Vertrauens. Brauchen Sie einen operativen Eingriff? Melden Sie sich bei Scumblebump, oder wie der heißt. Pimple Pee. Na guck mal. Oh nein. Der arme Honigmann. So. Kann ich mich schneller bewegen? Nee. So, ein süßer, zoppeliger Mischling. Was ist das? Ein Rottweiler? Nee. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Der ist übrigens ganz schön. Er picht darauf, mir zu helfen, so, ne? Das ist ja immer ein bisschen misstrauisch, wenn Leute einen so gollumartig mitlocken. Oh, guck mal, der hat da schon seine eigene Hütte. Das ist doch nice. Hamilton einsteigen. Beschleunigen, bremsen, brauche ich nicht. Steuern L. Alles klar. Wow, nö, nö. Okay, das ist hier mein erster Ausflug im Auto. Offensichtlich, wie gesagt. Boah, oh, das ist nicht so einfach zu steuern, muss ich echt sagen. Steuerung ist jetzt nicht so. Das ist kein Need for Speed. Dafür, dass man halt so viel auf angeblich im Auto sitzt hier, 60%, muss man da schon cool steuern können. Bretter ich jetzt voll rein. Pam! Nee. We can see the camp from up there. Without risk of detection. Und hier? Over here! Over! Come look! Da fackelt er hier hin. See, this is where the thick brow squat cut. Butchers. Infidels. Yes, look. There. Scabarus Scotus is their king. He's a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait. I have an idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Faster than fear, tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Hab ein bisschen abgeschlossen. Ja, das war Mad Max. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben es in einem Rutsch durchgespielt, nicht einmal gestorben. Super gut. Scherz. Benutze das Fernglas, um Gebiete aus der Ferne auszukundschaften. Wie? Yeah, good cover. Perfect place to build a car. Gut. Jedes Schiffswrack ist hier wie so ein Reihenhaus, ne? Okay. Gibt's denn hier noch irgendwas? Lager Vogelscheuchen. Lager, okay, was ist denn hier los? Gibt es hier irgendwas Tolles zu looten? Kann ich hier runter? Guck mal. Nee, das geht nicht. Was denken die sich denn dabei? Wenn ich jetzt hier so reinspringe? Wie sieht's aus? Da jetzt rein? Nee. Ist da irgendwas? Huch. Nee. Schade. Ich dachte, hier kann man ein bisschen mehr looten. Komm jetzt. Das ist ein bisschen umständlich. Hier vielleicht? Nein. Komme ich dadurch auch nicht. Ja, es ist offensichtlich nicht so ein Spiel, wo an jeder Ecke Köstlichkeiten auf einen warten. Schade.
Was ist hier los? Das sieht mir auch nochmal aus wie so eine. Das ist die alte Brücke. Da muss doch irgendwas kommen, wenigstens hier. Hier muss es doch irgendwas geben für mich. Gar nichts, oder was? Hier ist ein Rohr. Nee, nix, nix. Hier ist überhaupt nichts. Da auch nicht. Och komm. Oh, das ist doch doof. Hier, ich kann mich an den Bug stellen und ich bin der König der Welt schreien. Soll ich das mal machen? Ich bin der König der Welt! Okay, und zurück. Tja, dann gehen wir jetzt unseren Buggy, wenn die hier nichts haben für uns oder ich zu blöd bin, um das zu finden. Brumm, brumm, brumm. Da hinten ist offensichtlich the place to be. What is this place? You are in the Outer Graves. Over there. Woohoo! An ancient seabed. Oh, da brenne ich voll rein. Volle Pulle, ohne zu bremsen. Ein geheimes Lager. Unentdeckt. Von Schurken. Chum Buckets Versteck. Mhm. Pausenmenü. Chums Versteck befindet sich in einem riesigen Tankschiff innerhalb der großen Weißen. Als der Mechaniker Chum Bucket diesen Ort entdeckte, war er der Überzeugung, dass dies der perfekte Standort für sein Heiligtum wäre und begann darin mit dem Bau des Magnum Opus. Im Inneren des stählernen Tempels fand er Wasser, das von einer rostigen Wand tropfte. An einer anderen stieß er zwischen Rost und Stahl auf Nahrung. Im Untergrund dieser trockenen, von Stahl ummantelten Hülle gab es Algen und Schnecken. Das ist total toll. Da wäre ich auch direkt geblieben und hätte mein Zuhause gebaut. Nee, erstmal guck ich hier oben. Oh, eine Hängematte. Aus Autoreifen. Nice. Kann ich hier was klauen? Nein. Schön hast du es hier, Chum Bucket. Was? Halten, Mission beginnen. Come and see. Come and see your saint. It's real. Hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge joint blessed be, there she lies, magnum opus. Ja, beeindruckend. There she is. This ain't her car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Inspired. She wills herself upon this world. Look! See, here, divine meets driveshaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Aesthetically upgraded with Chum Bucket overdrive. Coils, and springs, and shocks, and links, too. It's gonna be eight cylinders, nothing less. Yes. We will get there, yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes? Come, no time like the present. Come on, see. We must go. Irgendwie ist er echt ein Quasimodo, der Typ. Sehr bemüht. Magnum Opus. Brum, brum. Oder Magnum Opel. Man weiß es nicht. Und wo soll ich jetzt lang? Ah, da blendet er mir die Route ein. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Nee, das ist zu weit links hier. Ich meine, er fährt doch. Wieso soll ich eine Karosserie haben? Er fährt doch einmal frei. Er hat doch so viel weniger Gewicht, verbraucht weniger Treibstoff. Das ist super. Wenig Treibstoff. Okay. Wenn du das sagst. Hier oder was? Da. Alle Fahrzeuge funktionieren nur mit Treibstoff. Das ist korrekt. Ich kann das bestätigen. Fuel cans! Wo seid ihr? Da! Kommt zu mir! Gib mir das! Empty.
toll. Aber hier ist ein bisschen was Schrott wahrscheinlich, ja. Toll, ich habe Schrott gefunden und hier ist noch mehr Schrott. Oh, Schrott hat hier den Gegenwert von Gold. Und Amalgam, denn viele Leute haben Karies wegen des zuckerhaltigen Essens. Und Amalgam als Füllmaterial ist hier sehr begehrt. So, hier ist nichts weiter, oder was, oder wie? Tolle Wurst, also von wegen Fuel. Hier ist kein Fuel. Kein Fuel da. Da hinten ist aber auch noch ein Ziel. Whoever was here is long gone now. Ja. Along with anything of use. Okay, dann weiter. Oh, der Tank ist leer. Oh, Schurken! Alter, raus und ran an den Schurken. Wolltest du etwa hier mich hauen? Ha, mit einem Schlag zerstört. Und Kiefer gebrochen und Knie nochmal in die Rippen. Der will nochmal aufstehen? Nee. Schluss jetzt. Ja. Das ist ein 18er-Titel. Gut, aber was sind die auch frech zu mir gewesen? Schrott, Schrott, mein Schrott. Ah, den kann ich jetzt mal looten zur Abwechslung. Noch mehr Schrott. Schrott ist offensichtlich hier sehr wertvoll. Da ist doch Benzin. Nicht fallen lassen. Ach da, X-Tank. So. Danke für diese präzise Anzeige, dass man genau weiß. Stopp! Tank ist voll. Das ist ja das, was ich am meisten vermissen würde, dass man beim Tanken nicht mehr versuchen kann, bei einer geraden Zahl zu stoppen. Kann ich da aufbewahren? Halten. Okay. Kann ich noch einen mitnehmen? Nö. Och. Mhm. Jetzt? Kaputt gemacht. Sehr gut. Naja, egal. Offensichtlich kommen da. Oh, warte mal, hier ist doch, der ist doch hohl. Oh ja, hier ist was versteckt. Schrott. Nice. 100%. Superreich. Das heißt, hier habe ich jetzt alles gefunden, ja? Dann fahren wir mal wieder nach Hause. Weiter geht's. Was erwartet uns hinter dieser Hügelkuppe? Schurken vermutlich. Okay, was sind das für seltsame Straßen-Dinger hier? Was ist das? Stopper. Nobody around. The gate unguarded. There's a lean saint. One blast should split it wide open. Ah, okay. Das heißt, wahrscheinlich muss ich jetzt dann so let's make this one count. Diesen Kanister nehmen. Und dann spreng ich damit das Tor in die Luft. Anzünden. Boom. Jawohl. Das habe ich doch wieder super gemacht hier, oder? Doch super wieder gelöst. Oh, hier, guck mal. Was ist das denn? Das sind so Knochen von Walen oder was? Oh, geil. Der Landwal. Vor vielen Jahrtausenden ausgestorben. Oh. Steuerung ist nicht so einfach. Es ist ein bisschen schwammig. Reagiert teilweise. Was ist das? Okay. Boah, ey, die Steuerung ist ein bisschen nicht unangenehm. Man fahr erst. What the fuck?
vor, ey. What the fuck? Fiese Fallen. More traps ahead. Boah, noch mehr Traps. Das ist ja gemein. Wenn jetzt hier ein Krankenwagen durch muss. Jetzt nicht beeindruckt. Ich bin einfach stehen geblieben. Warum sind denn hier keine Feinde, sondern nur Fallen? Okay, jetzt das sieht jetzt schon ein bisschen bedrohlicher aus. Wow. What the fuck? Ja. Ich bin hier offensichtlich nicht sehr... Oh, da kommt immer noch... Oh, what the fuck? Oh, shit. Aha, noch einer. Ach, das war ja gar kein Problem. Ihr mit euren lächerlichen kleinen Fallen, den können wir gar nicht. Oh, shit, aber da fahre ich gegen. So, ratter. Da muss ich hin. Da ist ein grüner Punkt. There! Our prize! Right for the taking! Go quickly! The only way to get up there is through those cave tunnels! Warum weiß der Mann das? Der ist wie Gollum. Der einzige Weg nach Mordor ist durch diese Höhle und ich garantiere euch, da haust keine gefräßige Spinne. Kommt, Hobbitze! So, guck mal, da oben muss ich hin. Alles klar. Und da kann ich mir dann so eine Karosserie runterlassen, oder was, ne? Okay. Er findet es irgendwie ganz nice. Er freut sich. Okay, er hat gesagt, wir müssen durch einen Tunnel. Das wird dann wahrscheinlich dieser hier sein. Da ist schon wieder so einer mit roten Augen. Der kriegt ja auch auf allen Vieren lang. Was soll denn das? Da sind irgendwelche fiese Schatten. Aber hier ist keiner. Das sind doch alles Trugbilder. Da ist der mit den roten Augen wieder. Oh, ein bisschen Schrott. Dafür bleibe ich doch gerne. Ein bisschen stehen. Verweile noch. Maybe I could zip down this. Die gute alte Zipline. Die darf hier auch nicht fehlen. Und tschüss. Ja, gerne gesehen. Immer wieder. Auch bei Lara Croft Tomb Raider. Sehr gerne gesehen. Da ist der mit den roten Augen. Was ist das für ein Maulwurf? Still works too. Sehr schön. So, da hinten ist ja das rote Auge oder was? Gruselig. Aha. Und ist das Wasser. Schön auftanken. Njam, njam, njam. Sehr gut. Und die nächste Zipline. Yes! There you are! And you've got the whole world up there in your hand! Und da ist wieder ein bisschen. Schrott! Super gut. Sieht ein bisschen aus wie so eine Kampfarena hier. Wir kämpfen die doch, erzählen wir noch nichts. Oh! Kann ich aussuchen jetzt? Furnace. Shovel Face. Wild Hunt. Wie bei Witcher.
Der ist auch nice, so ein 50 Jahre Schlitten Death Rattle. Boah. Okay. Den? Oder den? Ich nehme den. Der ist geil. Ja, Mann. Komm. Oh, das fanden die gar nicht geil, die Rotaugen. Und jetzt? Nutze RW, um Angriff auszuweichen, wenn sie für eine Parade zu stark sind. Mhm. Klar. Alter. Alter, der weicht ja richtig krass aus. Den muss ich. Okay, ich verstehe. Komm. Okay, immer wenn rot ist, muss ich so ausweichen. Alles klar, verstehe. Okay, dann komm mal schön her. Und ausweichen. Okay, Das ist gefährlich. Alter, da kommen immer mehr, Alter. Oh, da was war ja. Okay, alles klar. Aber jetzt habe ich es gerafft. Bitte fortfahren. Man muss, wenn der so rot schimpft, dann muss ich mit RB wegrollen und dann kann ich auch nicht blockieren. Und ansonsten muss ich warten, bis er einen Angriff macht, den ich mit Y blockieren kann. Und dann kann ich auch kontern. Alright. Komm, zack. Jetzt. Geh weg. Okay, zack, und jetzt, alles klar. Und ins Gesicht! Bleib jetzt liegen, Schwein. So, jetzt kommen wir erstmal die anderen dran. Die wollen nicht, du bist ja nicht mal ein Messer, du bist ja ein Weichei. Block, Kaboom. Block ich. Du bist ruhig. Block ich. Ich auch. Ah, so. Noch jemand ohne Fahrschein? Da erstmal hier. So viel Zeit muss rein. Ich will noch ein bisschen Schrott mitnehmen. Was ist hier? Hier muss ich irgendwas machen. Hallo? Hallo? Ich kann nichts machen. Hallo? Jetzt. Oh, die sind aber echt böse und bewerfen mich. Die wollen mein Auto direkt kaputt machen. Ey! Rein mit dir, los geht's. Weg. Brumm. Alter Schwede. Okay, direkt eine Karosserie geklaut. Und zum Dank bewerfen die mich hier. Autokampf! Benutze RB und schreibe das Chance, dass ich so eine Ex. Aha, okay. Wo ist denn hier eine Schwachstelle? Da? Das ist der Fuel Tank. Oh, geil, da ist immer richtig meine Front mit hochgefetzt von der Kraft der Explosion. Oh, den fahr ich um. Komm. Pam! Hahaha. Weil du gar nichts kannst. So, noch jemand, der Ärger will? Boah, Alter. Okay, jetzt probiere ich das mit dem Rahmen X und L. Oh, geil! Nice! Habe ich die voll weggerammt, Alter. Komm, Mann. Ist noch nicht vorbei jetzt. Ahaha. Den habe ich auch kaputt gemacht. Ich habe es einfach drauf. So. Mann, die schmeißen mich hier mit
Dynamitstangen, sind die verrückt? Oh, noch einer. Komm, seitwärts ran. Pam! Kann ich den abschießen? Warte. Geil, ich bin richtig weggefetzt. Bitte, was sagst du, Bell? Ist schon vorbei? Oh, echt? Oh, es fühlt sich an, als wenn ich gerade erst angefangen hätte. Ich fahre noch schnell mal an den roten Punkt ran, grünen Punkt ran, ja? Oh, ist das nicht. Wuhu! Oh! Was? Hauptmission abgeschlossen. Magnum Opus. Ja, super. Das ist doch dann ein guter Zeitpunkt jetzt, wa? Das war Mad Max. Wir spielen das noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig schlüssig, wie gut ich das Spiel finde, weil das, glaube ich, jetzt hier eher so Tutorial ist. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Man kann das Auto irgendwie aufmotzen und dann kann man da fett kämpfen. Mal gucken. Das war's für jetzt. Gleich gibt's den Gregor. Der zockt jetzt noch satte 3 Stunden Metal Gear Solid 5. Auch einen niegelnagelneuen Titel. Mal schauen, wie viele Gegner er in diesen 3 Stunden umlegen kann. Nach den jüngsten Erfahrungen von der Gamescom werden es nicht so viele sein, aber vielleicht hat er ja geübt. Dabei viel Spaß, euch eine gute Nacht, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.
wunderschönen guten Abend und schön, dass ihr da seid. Wir sind hier mal wieder mit den RB News zugange und mein wunderbarer Kollege Marco fängt jetzt auch gleich mit der ersten an. Mit der ersten und die hat es in sich. Wir gehen alle. Hideo Kojima kennen wir ja alle sehr gut und wir munkeln ja alle, wo er jetzt landet und was sein nächster Titel sein soll. Jetzt ist eine Website mit einem Counter aufgetaucht, die Website heißt ingsoc.org und der Counter läuft bis zum 11. September. So, das Spiel, was darauf beworben wird, heißt Blackhound und kommt für die PS4, okay. Xbox One und die currently unannounced Nintendo Console heraus. So, und das könnte halt die NX sein. Warum aber soll das jetzt ein Hideo Kojima-Spiel sein, fragst du dich? Da bitte, wenn ihr auf diese Website geht, klappt einmal den Quelltext auf und im Titel steht dann A, also ein A, also Ö, auf Englisch A, dann ganz viele Hashtags und Game. So, und das ist ein typisches Indiz eigentlich dafür, dass es auch ein Hideo Kojima-Game sein kann, weil das steht normalerweise unter jedem seiner Titel. Und wenn man die Hashtags abzählt, dann passt auch zufälligerweise Hideo Kojima komplett rein. Ja. Auf dem Bild übrigens zu sehen ist ein Plüschhase. Was man jetzt daraus alles machen kann, was man da reindeutet, das ist euch überlassen. Call of Duty Black Ops 3, das haben wir letztens alle schon gesehen bei unserem wunderbaren Beta-Event. Und als hättet ihr es nicht schon geahnt, Nuketown hat sich mittlerweile in der Black Ops-Serie so sehr etabliert, dass es als Multiplayer-Map auch bei Black Ops 3 nicht fehlen darf. Dort wird der Klassiker jetzt aber eine kleine Überarbeitung bekommen, das wäre ja sonst langweilig. Nuketown kommt in Black Ops 3 komplett neu gestaltet daher, denn das Spiel ist ja auch im Jahr 2065 und nicht mehr 2025 angesiedelt, wie Nuketown ja ursprünglich mal hieß. Das Ganze wird futuristischer neu gestaltet, es wird komplett überarbeitet, es wird ein sehr, sehr future-mäßiges Setting sein. Es wird nicht wiederzuerkennen sein, aber die Laufwege, die Gebäude, das wird natürlich alles gleich sein. Das heißt, nicht ganz gleich, denn man möchte bei Activision noch so ein bisschen was anderes reinbringen. Ihr könnt euch ja bei Black Ops 3 mit Hilfe des Boosters und des Jetpacks und sowas mit kleinen Boostern Wänden entlang bewegen und sowas. Es gibt also eine komplett neue Bewegungssteuerung und die soll in einem neuen Nuketown auch mit einfließen. Das heißt, es werden manche Gänge ein bisschen breiter gemacht, es werden Gebäude höher gemacht, damit ihr eben auch die volle neue Bewegungshaptik des Spiels umsetzen könnt. Aber Nuketown, jetzt kommt noch die schlechte Nachricht, kommt nur auf dem PC, der PS4 und der Xbox One. Auf der Old Gen, auf der PS3 und 360, da bekommt ihr die Map nicht mal, wenn ihr vorbestellt. Denn das ist ein reiner Vorbestellerbonus und das Spiel kommt ja auch auf PS3 und 360, aber ihr bekommt Nuketown leider nicht für die alten Plattformen. Das ist natürlich sehr schade. Guild Wars 2 fast komplett kostenlos. So, du wirst dich jetzt fragen, Guild Wars? Aber das hat doch überhaupt kein Abo-Modell. Gar kein Abo-Modell. Und warum sollte es dann kostenlos sein? Ja, normalerweise hat man sich die Retail-Version gekauft und dann konnte man es komplett gratis spielen. Das entfällt jetzt auch noch. Also im Endeffekt ist dieses Spiel jetzt von A bis Z gratis. Aber wenn du jetzt mit Guild Wars anfängst... Jetzt kommen die Ingame-Käufe. Keine Ingame-Käufe. Aber nicht. Wenn du jetzt mit Guild Wars 2 anfangen solltest, hast und sagst, du willst kein Geld dafür ausgeben, dann haben diese kostenfreien, also die Kosten, die kein Geld dafür investiert haben, also die Spieler, die die Version kostenlos spielen, einige Einschränkungen. Zum Beispiel gibt es nur 2 Character-Slots. Und die kommen nicht auf den Server. Die kommen schon auf den Server, aber es gibt nur 2 Character-Slots. Ah. Du hast halt auch noch weitere Einschränkungen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Aber man kann sich gleich vorweg diese weiteren Character-Slots holen, indem man sich die Erweiterung namens Heart of Thorns holt. Dann kriegt man wieder die kompletten Character-Slots und alle Features, die Guild Wars so ausmachen, wieder hinzu. So, jetzt kommen wir aber zu den Einschränkungen. Man hat Chat- und Handelseinschränkungen. Im Chat kann man zum Beispiel nur Gespräche alle 30 Sekunden beginnen. Man hat keinen Zugriff auf den Kartenchat. Im Handel kann man keinen Spieler Geld oder Gegenstände geben. Und das, finde ich, hat es schon ein bisschen in sich. Oh ja. Man kann das Startgebiet erst ab Level 10 verlassen, man kann erst ab Stufe 30 Looking for Group und ab Level 60 World gegen World
anvisieren. So, und anfangen, also mit PvP kann man allgemein eh schon von Anfang an spielen, aber man kann erst ab Stufe 20 Arenen erstellen. Das sind einige Einschränkungen, wie ich finde, aber man kann es natürlich erstmal ansehen und sich antesten. Wie gesagt, das Add-on ist ja bald verfügbar und dann kann man entscheiden, hole ich es mir und dann hat man eben den kompletten Genuss oder ja, ich lebe mit den Einschränkungen und genieße halt Guild Wars so, wie es ist. Sehr schön, dass du gerade von Antesten sprichst, denn da drauf zielt auch die nächste News ab. Es geht nämlich um Evolve. Ah. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie sich Evolve spielt, aber dabei nicht die Katze im Sack kaufen wolltet, dann könnt ihr das jetzt tun. Da ist nämlich euer Glückstag oder besser gesagt euer Glückswochenende angebrochen. Am kommenden Wochenende könnt ihr nämlich Evolve völlig kostenlos für 3 Tage spielen. Okay. Das ist auf jeden Fall mal sehr schön. Die Monster Hearts von 2K ist nämlich jetzt von Freitag bis einschließlich Montag frei, kostenlos, gratis für nada spielbar. Allerdings gibt es da auch eine kleine Einschränkung, denn ihr müsst auf dem PC oder der Xbox One spielen. Auf der PS4 gilt das Ganze nicht. Also für PC und Xbox One Spieler ist das komplette Wochenende Evolve mit allen Features und allen Character Slots umsonst. Das heißt, ihr dürft alles spielen, was ihr wollt. Natürlich zielt das Ganze darauf ab, dass ihr euch das Spiel am Ende des Wochenendes kauft, damit ihr euren Fortschritt behaltet. Aber wenn ihr einfach nur mal reinschauen wollt und vielleicht auch denkt, das ist gar nichts so wirklich für mich, dann solltet ihr das tun, denn es lohnt sich in jedem Fall. Auf jeden Fall. Was sich auch lohnt, ist ein Besuch. Oh, was für ein Übergang. Beim Boruto-Film. Wir haben ja schon mal darüber berichtet, das ist der neueste Naruto-Film, heißt ja Boruto. Achso, ich dachte, das wäre was Mexikanisches zu essen. Nein, aber das ist jetzt schon, jetzt mal wieder darauf zu sprechen, es ist jetzt schon der erfolgreichste Naruto-Film ever. Der ist erst seit 19 Tagen im Kino und hat schon 1,5 Millionen Kinokarten, also verkauft, und 15 Millionen Euro eingespielt. KSM hat gleich dazu gesagt, oh ja, das klingt ja sehr, sehr vielversprechend. Und sie haben sich sämtliche Rechte an The Last, The Naruto Movie, und Boruto, The Naruto Movie gesichert. Weiterhin haben sie sich auch noch die Filme, die 8 neuen Filme, die 2016 geplant sind, ebenfalls gesichert. Ob jetzt aber einen DVD oder Blu-ray Release, dass ein DVD oder ein Blu-ray davon rauskommt, das steht noch nicht fest. Da muss KSM sich noch äußern. Ja, das war's dann für heute auch schon wieder mit den News. Ja. Wie immer entlassen wir euch an dieser Stelle in unser hervorragendes Abendprogramm und sehen uns natürlich morgen an gleicher Stelle wieder. Ja. Bis dahin erstmal tschüss, macht es gut und bleibt uns gewogen. Ciao. Ultimate Blow of Laser Sail of the Week! Mega Epic Extravaganza Mania! Meine 4 T-Shirts sehen nicht nur geil aus, sie sind aus extra Laserbaumwolle und zu 98% kugelsicher! Oh! Kommen wir nun zu meiner Kollektion! Da ist für jeden was dabei! Fangen wir an mit dem Klassiker! Explosionen! Jets! Ein Leopard! Extra viel Laser! Wie gut ist das denn? Oder das hier? Im Vintage-Comic-Look! Zieht's euch rein, ihr fucking Nerds! Bestellt mal Laserflakes? Wie auf meinem Shirt! Eine Cornflakes-Packung! Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsdesign für euch fesche Leute da draußen! Guckt mal hier! Mit Dreieck! 4, 1... Natürlich gibt es auch jedes Shirt aus meiner Eduard-Laser-Kollektion für die Ladies! Wer alle 4 T-Shirts auf einmal bestellt, bekommt von mir einen Eduard-Laser-Rabatt von 95%. Also 95% des Verkaufspreises müsst ihr zwar vorher, nachher. So? Jetzt sollten keine Fragen mehr offen sein. Ich bin mir sicher, wir sehen uns im Eduard-Laser-Shop. Freiheit! Freiheit!
Es ist endlich passiert, Gregor. Wir sind mutiert zu einer... Zu einer Karte? Zu einer Karte mit vier Beinen. Ich wusste. Meine Mutter hat gesagt, pass auf, Junge, sonst wird irgendwann mal eine Karte aus Afghanistan aus. Pass auf, Junge. Ja, pass du auf. Sonst schicken wir dich nach Afghanistan. Das Problem ist, ich krieg so keine Hemden mehr bei C&A. Die passen mir einfach dann nicht mehr wegen Kartenbreite. Ja, musst du warten, bis wir amerikanische Größen kriegen. Dann passt dir das wieder. Das ist das amerikanische M. Das amerikanische S, hätte ich jetzt gesagt. Ja. War so bei uns XXL. Warum haben wir sowas? Was ist das überhaupt? Willst du es erklären? Soll ich es erklären? Ja, wer um diese Uhrzeit noch dabei ist und Leute, es ist live. Wir sind tatsächlich hier um diese Uhrzeit noch. Also außer ihr schaut jetzt die Wiederholung, da sind wir nicht live. Aber denkt euch, wir wären live. Es gibt einen sehr guten Grund. Ja, halt es mal hoch, halt es mal hoch. Ich wollte warten, damit ich theatralisch wie so ein Titel, der reinkommt. So. Ihr seht es. Street Fighter 5. Nein, es ist Metal Gear Solid. Street Fighter 5. Das hat ja auch, ja, die 5 ist ja modern gerade. Ja, das V. Weil so viele Spiele. Weil alles, so viele. Ja, wir hatten vor ein paar Jahren die Generation 3. Da gab es alle 3 Spiele. Call of Duty 3, Mass Effect 3, PlayStation 3, alle großen Franchises. Aber jetzt sind wir bei der 5 angekommen, inklusive Metal Gear Solid 5. Es ist endlich da. Eine kleine Träne im Knopfloch ist vergossen. Ah, wirklich. Ich hatte ein paar Wochen bevor das Ding kommen soll, bin ich zu den Schäppkes hier hingegangen und gesagt, Leute, ich weiß, Jugendschutz. Das ist wichtig, das ist richtig. Ich werde aber auch ohne Ende Metal gespielt, das muss euch klar sein. Es muss euch eigentlich klar sein. Wahrscheinlich nachts, weil ich zur anderen Zeit nicht Zeit dafür habe, können wir das vielleicht auch auf dem Sender machen, wenn es soweit ist. Ja. Die haben gesagt, natürlich. Und haben uns dann die Nachtschicht hier gegeben. So ist es, so war es. Genau, deshalb haben wir heute erstmal bis 3 Uhr morgens einmal wollen wir das live machen. Genau, das Spiel. Ein Test. Einmal testen, ob es. Also es ist ja auch, es ist noch Dienstag, also jetzt schon Mittwoch, aber die Nacht auf Mittwoch. Manche Leute müssen ja noch zur Schule, ins Altersheim, zur Kaserne oder irgendwie sowas. Das ist normalerweise nicht der Tag, wo man bis 3 Uhr aufbleibt. Aber unsere Zuschauer. Nee, unser, die müssen noch nicht zur Schule. Ja, wir sollten sie eigentlich an unseren Schlafrhythmus erzogen haben. Ja, die müssen Bescheid wissen. Wir machen das heute bis 3 Uhr morgen, spielen Metal Gear Solid 5 und ich werde noch in den nächsten Tagen auch noch mal ein bisschen weiter zocken und aufzeichnen, dass ihr in der nächsten Nacht auch noch ein bisschen was zu gucken habt. Und natürlich Simon hat sich bereit erklärt, das Buch zu halten. Wieso kriegst du ein Buch geschickt und ich nicht? Ja, danke. Wir müssen hier wirklich ins Spiel kommen gleich. Die Leute wollen sicher was sehen. Aber vielen Dank. Piggyback hat uns... Irgendwie haben die erfahren, dass wir was über Metal Gear Solid machen. Oh Gott, haben sie das Video gesehen? Unsere Unkenntnis gemerkt. Das arme Video. Und haben uns mit einer netten Widmung, das war ganz nett, ein fettes Metal Gear Solid Lösungsbuch gegeben. Und ich habe schon reinguckt. Es spoilert mich nicht, weil es ist so... komplex alles. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Inhalt, dass man die Spoiler gar nicht erst findet. Ja, also zur Sicherheit sind wir auf jeden Fall gerüstet, aber wir werden jetzt nicht nach diesem Buch spielen. Aber die Karte wird nützlich sein. Die Karte wird hoffentlich, falls wir heute überhaupt mal dazu kommen, die Karte zu sehen. Ich habe das Spiel vorhin kurz noch mal 5 Minuten angemacht, um mal zu gucken, ob alles läuft. Es läuft, alle sprechen Griechisch. Das ist schon mal sehr wichtig. Unglaublich, wie du das irgendwie gedeichselt hast. Ich weiß es nicht. Ihr denkt jetzt, er scherzt. Ich scherze nicht. Wirklich ernst gemeint. Spielt in Zypern. Das kann ich nicht. Das ist gut. Ich werde einmal starten. Gleich, sprechen die in Zypern nicht mittlerweile Euro? Das ist in den 80ern. Da haben sie noch Drachme parliert. Ja. So, es ist genau, ich muss einmal kurz hier, wir können auch gerne schon mal aufs Ingame schalten. Ich werde gleich auf Continue gehen und dann muss ich einmal auf Mission neu starten. Ah, okay. Und dann starten wir nochmal durch. Und dann startet es. Nein, du verpasst schon nichts. Okay, ich nehme die Karte. Aber es hat diesmal ein Autosave, das Game. Das heißt also, du gehst nicht mehr so zu Mission oder machst nicht mehr übers Codec da speichern, sondern es passiert automatisch an bestimmten Punkten. Und ich mache einfach mal Restart Mission, damit wir den Anfang mitbekommen und gucken, was Phase ist. Ne? Du hast bisher noch nichts davon gesehen. Ne? Ja, ich habe auch die Ground Zeroes hast du auch nicht gespielt. Nee, ich habe die Demo nicht gespielt. Ich habe sie mir zweimal in der Videothek ausgeliehen. Wirklich total lächerlich. Und habe es beide Male nicht geschafft, sie zu spielen. Also, das war echt bizarr. Ich bin sehr gehypt. Also. Das Ding schließt direkt ans Ende an, von Ground Zeroes. Da warst du nämlich mit Big Boss unterwegs. Der gleiche Big Boss aus Metal Gear Solid 3. In den 70ern hat er eine Rettungsmission auf einer Insel gemacht. Ja, leider war in einer der Geiseln eine Bombe versteckt, in ihrer Hucha. In der Geisel. In der Hucha der Geisel, ja. Also. Are you having difficulty speaking? Ist explodiert und dann geht das weiter.
Ich habe übrigens mal, ich dachte, Kojima hat was dazu gemacht und diese Stelle einfach mal 15 Minuten stehen lassen. Und? Nein, der wiederholte mal wieder. Bitte, du hörst mich doch, tu doch nicht so. Ja, aber schade eigentlich. Ja. Aber auch, naja. Look Leiden wir vom Niveau. Please. Okay, ja, aber ich mach mal jetzt, ich guck mal kurz nach oben. Denn mit der Kamera steuern, kennt man ja. Very good. How do you feel now? Can you speak? Ja, ein bisschen. What is your name? So. When were you born? Can you recall? Das hier hat mich schon sehr irritiert, muss ich sagen. Weil vielleicht kannst du mir erklären, was jetzt ja hier los ist. Also, oh, ich glaube nicht. Es liegt anscheinend Big Boss da im Bett, ja. Weil der ist Explosion und alles und man wacht jetzt wieder auf in dem Spiel nach dem Prolog. Ja. Aber ich kann hier meinen eigenen Namen eintippen, das hatte ich vorhin gemacht. Und Geburtsdatum. Okay, mache ich das mal. Wir alle haben vom großen Greg gehört. Natürlich, der große Big Greg. Gut. Greg Goss. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Du hörst schon den griechischen Akzent ein wenig raus, You've ja. been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Krass, no? Nosokoma! 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 Krankenschwester auf Griechisch. Nosokoma. Calm down. Calm down. Try not to panic. With Seme. Try not to panic. Now. You'll be all right. And now. Also nach dem Unfall fette 9 Jahre im Koma gewesen. Wir sind jetzt irgendwo Mitte der 80er ungefähr. How do you feel? Ich kann mich übrigens selbst hier umschauen mit dem Stick. Also, sofern es das Bett zulässt. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Let's. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. The hell? In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI. Voller Knochen und Zähne. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. The upper arm. It's best to see with your own eyes. Oh, so alles okay. Be brave. Ja. Rechter Arm, alles chillig. Ja. Oh nein! Aber ich spiele doch noch. Yes, yes, calm down. Yes.
Boss hat nicht nur den einen Arm abgesprengt bekommen, sondern von über 100 Personen, 108 Personen Teile von Knochen und Zähnen in seinem Körper, die nicht entfernt werden können, weil sie zu nah am Hirn und am Herz dran sind. Big Boss, nur echt mit 62 Zähnen. Mit 62 Zähnen. Ja, fies, aber auch erschreckend realistisch, ja, denke ich an. Bereiten Sie ihn vor, wie gesagt. Das war sicher ganz wichtig für die Story. Ja, ja. Jetzt kommt was ich nicht so richtig verstanden habe. But you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world out there. So there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. So, ich kann jetzt mein Aussehen verändern. Ich fand, er sah eigentlich ganz cool aus. Er sah eigentlich auch schon aus wie Big Boss, eben. Ja. Aber ich kann mir hier trotzdem ein neues Gesicht aussuchen. Das habe ich schon gemacht vorhin. Das Akkurateste. Also es gibt hier. Das sieht aber langweilig aus. Ja, aber es sieht fast nach mir aus. Nein. doch, warte mal. Also ich kann ein paar Vorlagen mir hier aussuchen. Das sieht eher nach dir aus. Das sieht eher nach mir aus. Ja. Du meinst so die Form der Ohren. Das ist ein Spiegel. Ist relativ akkurat. Nein, jetzt mal, wer von euch beiden ist hier der echte Gregor? Oh nein. Ich kann gerade nicht unterscheiden. Gregor, sag doch mal was. Ich kann. Oh, hallo. Ja. Ich bewege mich. Ich versuche ein bisschen Worte aus mir rauszupressen. Ja. Das ist so Mundbewegung, versuche ich nachzumachen. Oh, der unten links, der aus Predator, ist auch nicht schlecht. Den hier? Ups. Der sieht ein bisschen aus wie ein UFC-Fighter, der sich so dreckig gemacht hat. Aber ich kann sagen, sind das irgendwelche Flecken? Ja, Leberflecken? Oder nein, hat nein, das sind noch keine Leberflecken. Ja, warum hat der jetzt Gesichtsbemalung das ist und die anderen nicht? Das ist Gesichtsschilf. Dann ist er bestens nicht so gut erkennbar. Also der hier hat zum Beispiel, warte mal, wo bin ich? Hier unten. Der hat zum Beispiel, da ist schon ein Tattoo. Das erkennt man schon, ja. Auch nicht schlecht. Ist auch relativ nah dran. Ich mag die Idee, dass man sich eben komplett verändern kann, aber es passt natürlich, wie du schon zu Recht gesagt hast, überhaupt also, nicht ins Metal Gear Universum. Aber gut, ich habe nichts dagegen. Aber. Also wir suchen uns gleich mal ein Gesicht aus. Ich finde, das ist sehr schön. Ja. Oh, er ist hier Princess Bride. Ja, wir nehmen den mal und wir verändern den noch ein kleines bisschen. Naja, also gut. Hairstyle. Darf ich kurz mal was sagen? Ich würde wirklich gerne mit dem Original spielen, wenn ich irgendwie. Ich will da jetzt nicht meckern. Das ist das Ding. Was ist das Original? Ich hätte gerne den Original. Big Boss, ja. Ich weiß, aber so wie man ihn kennt, halt mit dem Badge und mit den Namen. Das Ding, du spielst auch mit dem. Trotzdem wählst du hier ein Aussehen aus. Okay. Da hat mich befriedigt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Also, okay, na, dann ist ja gut. Ich wollte nur jetzt nicht irgendeinen Langweiler machen. Aber eine Glatze will ich schon haben. Keine Augenbrauen, weil die sind beim Unfall mit der Fritteuse weggeätzt. Aber Haare sind. Dann brauche ich cool. Einen Power-Schnurri, aber ich brauche ein bisschen dickeren Schnurri, finde ich. Geht so. Das noch dicker? Das ist, glaube ich, das Dickste. In oh, Rot. Oh, Ginger. Super, er sieht jetzt schon ein bisschen militanter aus. Ja, es ist schon, ja, als ob er in Kolumbien Präsident werden könnte, oder? Ah, es ist nur für den Multiplayer, sehe ich. Ist grade. Es nur für den Multiplayer? Okay. Laut Chat. Dann Braue. Oder für Koop. Na, unseren Prinz Puma hier. Können wir die Nase noch ein bisschen. Ja, komm. Ein bisschen prominenter. So. Ich finde, das reicht, oder? Das sieht doch sexuell sehr ansprechend aus. Ja, ne? Darum geht's natürlich. darum geht's immer. Wir wollen die Gegner im Feld bezirzen. Hallo, ich werde dich bezirzen. Hallo. Oh, okay, er ist sehr sexy. Er ist ziemlich sexy. Die Muskeln sind auf jeden Fall sehr akkurat gewählt. Und jetzt geht's aber weiter mit Big Boss. Ja, also, okay. Es geht weiter mit Big Boss im Spiel, aber du siehst das jetzt hier. Was auch immer das bedeuten mag. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Die Arme noch so kommen. Diamo non so coma. Di. Diamo non so coma. Caimene.
Kein Mähne. Die Nappnixe. Der Nappnixe. Musst du kommen. Das hört sich so dilettantisch an. Für dich, ja. Ich und meine Babysprache. Ich kann hier nichts machen. Ich habe zweimal dieselben Bilder eigentlich gewesen. Das ist wie bei Shenmue. Willst du das oder das? Wo nur so ein Lehrer dir dran hält. As you've lived until this day. Tomorrow, it becomes your phantom. Boah, das ist richtig geil, die Musik. Ja, ja. Der Hammer. Boah, ich freue mich jetzt auf den Auftritt von Metal Gear. Die haben sicher auch einen geilen Sound. Vielen Dank, schön. Also kurz bevor der uns operieren kann, wurde der Doktor einfach mal aus dem Leben gewürgt. Hast du auch gesehen, wer das gemacht hat? Gerettet. Ist er mit dem Bandagen vom Gesicht her der Charakter, den wir vorhin vielleicht zusammengebaut haben? Ja gut, wissen werden wir später. Wissen werden wir später. Guck mal, sie hat gerade... Ah, man kann nicht machen, du kannst nichts drücken. Nee, ja, gut, ich kann nur zugucken. Ich meine, meine Muskeln sind auch noch alle atrophiert. Ah, ja. Ja. Weil du so lange im Koma lagst. Ja. Ja, die Flüssigkeit, das Alkohol ins Gesicht bekommen und anscheinend hat der sie angezündet gerade. Stimmt. Ja, warum nicht? Hui. Interessanter Auftakt. Du, hör mal zu, ob du gleich seine Stimme erkennst. Haken. Er ist der Hakenmann. Okay, have time to go. So, jetzt. Nee, das, was mich schon gewundert hat, irgendwas ist hier unten mit der Technik, dass wir den Sound nicht hören können. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Wir haben gerade quasi alles, was wir sagen, hört ihr nicht. Oh. Ach, ihr hört alles, nur wir hören es nicht? Gut, dann geht's ja. Alles klar. Also auch, dass jetzt Sprachausgabe kommt, ja? Jetzt gerade. Hört sie doch nicht. man hört ihn doch nicht. Ja, ich würd sagen, wir gucken uns das jetzt einmal an. Ja, ich habe schon die PS... Ja, also eigentlich müsste hier Sprachausgabe sein. Ich habe es auch zu Hause nochmal ausgetestet, weil ich es hier mit der anderen PS4 nicht hören konnte. Scheint was mit der Leitung hier unten zu sein. Wir können wahrscheinlich nicht irgendwo anders hinwechseln, also jetzt mal, ne? Ich glaube, das klären wir einfach im Hintergrund. Ja, wir gehen gleich mal in die Werbung. Nein, das liegt nicht daran. Ich habe das schon alles eingestellt. Vertraut mir da einfach. Haben und genau. Jetzt das Spiel spielen. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir nicht alles hören. Ja, aber wie lange ist es denn bis zur Werbung? Follow me. Können wir uns auch? Dann lass uns das doch mal machen und checken einmal.
Musst du alles einreißen? Ja, es geht nicht anders. Ich kann ja nicht viel mehr. So stehe ich morgens auf. Immer so, so sieht es genau dann aus. Genau so ein Scheiß, ja. Und dann nachdem man dich auf brennenden, offenen Fenstern. Nach 14 Stunden aus dem Bett geklingelt hat. Simon! Ja. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Wir haben einen Dreh. Oh nein. Ich habe gestern noch bis 3 Metal Gear gespielt. Moment. Ich bin gleich da. Lass doch Budi mit der Moderation anfangen. Geh weg, Stuhl. Moment. Das wird doch nicht klappen. Das hätte ich ihm sagen können mit dem Haken auf den Roll. Also bitte. Der muss noch viel lernen. Alles klar. Dann gehen wir kurz in die Werbung und gucken, ob wir das geklärt bekommen. Und dann sind wir dann gleich wieder da. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück, Leute. Wir testen gerade aus, ob wir dann nochmal einen anderen Adapter hier dran packen, aber währenddessen spielen wir schon mal weiter. Genau. Wir haben aber das Problem eingegrenzt. Genau. Und gehen davon aus, es ist hier eine kleine Verteilerbox, die wir neu ersetzen. Solange gucken wir hier nämlich schon mal, weil dieser Mensch, der sich Ishmael genannt hat gerade, braucht dringend eine Beinrasur. Er
als auch ich haben die Stimme von Kiefer Sutherland. Das hört man raus. Was genau das bedeutet? Denn keine Kiefer Ahnung. Sutherland spricht ja nicht Kiefer, mehr, genau. Also spricht ja jetzt Snake, Big Boss. Ja. Und eben nicht, ja gut, David Hayter hat ja eigentlich auch nur, oder hat er auch Big Boss mal gesprochen? Er hat auch Big Boss gesprochen, Metal Gear Solid 3, im Vierer nicht mehr. Aber dafür in so Peace Walker und den alten anderen eigentlich schon. Der sagt jetzt hier, folg mir. Übrigens auch sehr typisch Kojima. Man sieht ein Po. man sieht die Ritze, die Ponitze. Natürlich sieht man sie. Aber es hängt nicht. Von Ishmael, nee. Geil, ne? Ich fühle mich auch schon so schön unfähig mit Big Boss jetzt hier gerade. Aufgewacht nach 9 Jahren Koma. Das ist Big Boss. Er hat keine Muskeln, er ist fertig. Sie haben ihm zwar ein bisschen so mit Massage versucht, die Muskeln da aufrechtzuerhalten. Aber nur am Anfang, als er noch gut aussah. Danach irgendwann hatten sie keine Muskeln. Dann haben sie gesagt. Nach einem halben Jahr. So. Er steht übrigens nicht auf Griechisch auf dem Telefon hier drauf. Das muss ich Kojima nochmal ankreiden. Wenn ich schon in Zypern diese Ansicht hier. Ja, machen wir aus oder hören wir direkt auf, würde ich sagen. Also aus. Ja, also, können wir eigentlich so nicht stehen lassen. Fuck Konami. So. Ey, man leidet wirklich mit. Ich fühle mich an den vierten Teil erinnert, als er durch diese Radio... Durch die Mikrowelle, Aber da, schau, was zum Teufel ist das? So ein bisschen Psycho Mantis, ne? Auf jeden Fall. Ginger Psycho Mantis. Ja. Oh, die haben auch keine Ruhe. Nee. Gleich wieder ein paar neue Splitter im Körper. Jetzt von 112 Personen. Guck mal, der arme Ishmael, der brennt. Und jetzt kommt ein Bus von links. Ja. Möp. Also, fährt sich um. Wenn ich mich recht entsinne, dieses Ding, was da vorhin reingekommen ist, also was auch immer es gewesen ist, anscheinend keine echte Person. Das war was in den frühen Trailern aufgetaucht ist. Also diesen Part haben sie schon vor 2-3 Jahren mal gezeigt, dass man es in einem der frühen Trailer gucken konnte. Oh, toll, wie der Rauch hier so richtig voluminös den Raum füllt. Ganz toll. Der ist anscheinend in der Form von Volgen. Hattest du Metal Gear Solid 3 gespielt? Ja, ich habe alle gespielt, aber ich bin, also bis auf die... Volgen ist der russische Basenkommandant gewesen, der sich natürlich hier seinen Ladyboy gehalten hat mit Raiden. Oder den Typ, war das auch der mit so einer Gatling-Gun oder was hatte der? Der hatte auf jeden Fall so eine fette, oder? Oder war das der Elektro-Typ? Das war der Elektro-Typ, glaube ich. Oder der war Elektro, zumindest Feuer hat er jetzt. Hier sah ein bisschen aus wie Volgen, der Typ. Ja, abgegradet. So, von dem her viel weiter als das habe ich jetzt auch nicht gespielt, ein bisschen da dran. Ich habe so ein bisschen eine Theorie, was das hier sein könnte, dass es diesen Ishmael da gar nicht gibt, sondern so richtig direkt interagiert er ja meistens mit einem nicht, sondern sagt, komm mal her, mach mal das da. Und dass es so zwei Teile von Big Boss Psyche sind, ja? Die eine, die ihn vorantreibt. Ja. Und das, was man selber spielt, ist so ein bisschen dann, oh, ich bin aber halb tot und kaputt, ich habe keinen Arm mehr. Ich will eigentlich nicht, und du wirst von deiner Psyche angetrieben. Wäre auf jeden Fall verständlich. Das wäre meine Theorie, es wäre sehr... Wir befinden uns aber in einer Welt, wo Klone hier noch nicht zeitlich, aber wo Klone doch sehr präsent werden. Vielleicht ist er auch einfach ein Klon von Big Boss, von dem Big Boss gar nichts weiß. Der irgendwann von ihm angefertigt wurde. Ja, gleich mal eingerenkt. Ah. Hier würdet ihr jetzt normalerweise Ton hören. Hier würde man normalerweise die Sprache hören, ja. Wie gesagt, genau, wir schön, arbeiten dran. Wie der Arm eingerenkt wurde. Aber sagt, da landen jetzt welche
im Krankenhaus. Das hat der Doktor ja auch vorhin gesagt, ne? Wir müssen dein Gesicht verändern, weil zu deinem eigenen Schutz. Wir werden bald die Operation haben, aber dann kam schon die Frau rein und hat ihn gewürgort, kaputt gemacht. Oh. Ja, und jetzt? Dann gehen wir sicherheitshalber mal. Zum Glück können sie so weit sehen wie in allen Metal Gear Spielen. Ja. Relativ es bis ist, zur ist ja, Schuhspitze. Es ist ja auch Rauch da. Okay. Es ist ja auch Rauch. Es gibt Rauch, Baby. Es gibt Rauch. Zumindest jetzt hat sich Boss ein bisschen akklimatisiert. Ich kann schon normal kriechen und ich kann gehen. Also so oder gedückt ein bisschen gehen. Und wir haben ja gelernt, durch meine Tweets und das Lösungsbuch, kriechen ist das aller, also nicht die Griechen, sondern kriechen ist das Allerwichtigste. Wir sind ja auch in einem Teil von Griechenland jetzt gerade, ja? Ja, deswegen, da bringen wir ihm Kriechen bei. Ja. Das passt perfekt. So, dieser Typ da, das ist nicht Ishmael da vorne, sondern jemand anderes. Aber zum Glück ist der Rauch da und der gegnerische Soldat kann uns nicht sehen. Das ist nicht lecker. Man sieht, das hat auch einen Grund, warum wir nach 12 Uhr spielen, ne? Puh, bullet to the head. Ja. Ja, komm, jetzt kannst du auch kurz mal unter das Ding gucken, ob da vielleicht einer ist. Ja, er tappt sich voran, zum Glück. Zum Glück will er was anderes Karte, haben, ja. Und nicht uns, ja. Level 2? Ich kann die Türen öffnen. Zum Glück hat er uns nicht gesehen. Geht weg. Alles klar, und hier an der Leiche vorbei. Der schreit auch jetzt. Wo der hergekommen ist, habe ich nicht gesehen. Aber er kriegt es auch nochmal. Hätte halt mal das Maul gehalten. Schade, dass wir seine Todesschrei jetzt nicht hören. Also rein von einem Spielestandpunkt her aus nicht. Nicht, dass ich gerne Todesschrei höre. Rocket Beans Mitarbeiter fordert mehr Todesschrei. Mehr Todesschrei. Meine virtuellen Morde sind so viel zu langweilig. Zitat. Ich krieg keinen mehr hoch durch die virtuellen Morde. Ja. Ja. Wer soll denn davon kommen? Ach. Das Einzige, das mir kommt, ist das Genen. Das ist wahr. Dadurch. Oh, das ist so ein Fail. Ja. Mach ja, das doch nicht. Ja, man weiß schon irgendwie. Leute, es war nicht so klug, das zu machen. Ich nehme an, dass es wirklich nicht um uns geht. Dass die nicht uns wollten, sondern dass wir jetzt vielleicht wirklich nur am falschen Ort sind. Ich weiß es nicht. Also zumindest, man weiß es zum Glück nicht. Ja. Zumindest spannend. Die tauchen jetzt auf nach 9 Jahren. Ja, da hätten sie aber wirklich vorher auch schon Zeit gehabt. Oh, zum ersten Mal, dass wir das schöne Ausrufezeichen-Geräusch gehört haben. Und vor allem, schade, man kann es ja nicht so gut hören, aber wir sind wir heißen ja Ahab, also der andere ist Ishmael, uns hat der Ahab genannt, also schreit er, Ahab, statt Snake. Ich bin ein bisschen zu schnell gelaufen, hätte mich aus dem Licht raushalten müssen. Aber zum Glück ist es ja ein Checkpoint dahinter, also passt das. Also ich hoffe, dass der direkt dahinter ist. Ja. Passt, alles klar. So, mal sehen, also so geht das Menü. Ja,
bei der ersten Möglichkeit draufzugehen, verreckt. Ja, das sind wir. Nein, 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 es war doch gar nicht auf dich bezogen. Man muss es ja austesten. Ganz ruhig, Gregor. Es war natürlich auf mich bezogen. Auf wen denn sonst? Oh. Ja, dann laufen wir mal. Ja, jetzt musst du wirklich rennen. Ja. Also ein bisschen wie eine Geburt. Er lernt so wirklich das Krabbeln, das Laufen und jetzt kann er schon rennen. Direkt als nächstes kann er Hälse rausreißen. Stimmt, wie so ein Baby, das langsam die Steuerung beigebracht bekommt, ne? Ja, nach 9 Jahren. Als Baby läuft das Tutorial eben aber mal 4-5 Jahre. Stell dir mal vor, wir hätten 9 Jahre jetzt warten müssen auf den neuen Teil. Und dann hätte das immer noch viel mehr. Ist ein bisschen so wie, welches Spiel war das damals? Silent Hunter 4, wo du eine 5-jährige U-Boots-Mission aus dem Zweiten Weltkrieg in real 5 Jahren spielen kannst. Wenn du wolltest. Wenn du wolltest, ja. Ja, irgendwo jetzt müssen die ersten Partien fertig sein. Ja, in Jahr 3 verlässt euch dann die Ehefrau. Und in Jahr 4 irgendwie seid ihr nah am Suizid. So. Gehen wir doch da. Na, vielleicht gehen wir nicht dahin. Nee, lieber nicht. Ich folge dir mal hier, Ishmael. Ey, die machen. Ey, Wahnsinn. Machen ja alles nieder. So viel zu aufwendig. Könntest du einfach das erledigen, was sie machen sollen? Hier unten. Oh, da unten, da stehen sie, ne? Na, wäre Kojima konsequent, hätte man 9 Jahre Koma in Real Time abwarten müssen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Stell dir mal vor, du hast das Spiel und musst original 9 Jahre im Spiel warten. Wenn du zu früh bewegst, ja, dann ist Game Over und der Spielstand wird gelöscht. Oh, fantastisch. Man sollte es machen. So, kommen wir hier rein, Jungs. Das sieht auch nach einer nicht so guten Situation aus, auch wenn wir hier... Hier ist ein bisschen griechischer. Ich geh mal ein bisschen nach vorne. Pass auf. Alter Irrschule. Kannst du mit dem Haken einfach anpieksen, ja. Dann gehen die schon weg. Die lässt mir nicht durch. Das hab ich nicht gemacht, das war schon von alleine. Ja, red dich nur raus. Die Kamera. Oh, fuck. Das ist ein ganz schöner Bodycount für das Intro. Da haben wir Glück, dass wir in der Mitte des Pulks waren, ja? Dass wir so einen guten Fleischschild hatten von vorne und hinten. Ja, wir haben uns ja auch dahin gequetscht. Also wir haben uns ja schon gut positioniert. So wie jetzt auch. Nur weil wir uns an der Krankenschwester nicht vorbeigetraut haben. Und da kommen sie. Oh shit. Komm, Snake. So. Krieg ich mal hier drunter. So, kann ich denn sehen? Klassischen Radar gibt es ja jetzt schon länger nicht mehr. Also bei dem Teil auch nicht. Und hier hat er sowieso noch keinen. Holy fuck. Du musst wahrscheinlich abwarten und dich zwischendurch irgendwo dann in den vermeintlich leeren Raum. Lass ihn da mal schießen und ich gehe dann. Ja, der kommt doch gleich zu dir. Ja, ich lass ihn erstmal hier rein. Ja, und wenn jetzt er da raus ist, genau. Dann gehe ich da durch. Krieg, komm. Sei die Schlange. Gut. Oh, das ist wahrscheinlich nicht gut, wenn das umfällt. Jetzt muss ich da warten, damit das Ding nicht auf mir rauffällt. Da wäre noch ein Bett gewesen, wo er wieder raus kann. Der Ishmael. Ah. Okay, den habe ich nicht gesehen, dass da noch jemand auf dem Bett drauf lag. Ja, die haben ihn auch erst nicht gesehen.
So fast schon so Serienkiller-mäßig, ne? Hier, als ob du dich ja wirklich versteckst vor den Mördern. Da, da liegt die Leiche noch. Oh. Ich kann mich übrigens jetzt nicht bewegen, nur die, das Gesicht damit schauen. Sind beide gut unterm Bett versteckt. Ishmael, was machst du denn da? Wirst du den würgen, dass wir immer eine Knarre haben? Oh, die Blutspuren! Gerne mitkommen. This way. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. Okay. Jetzt erkennt man ihn wirklich gut, ja. Ja. Kiefer Sutherland. So. Fantastische Stimme. Also ich freue mich eigentlich sehr, dass er hier mit dabei ist. Ich wollte mich zwischen die Körper legen. Ich wollte. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit Sätzen, wie ich wollte. Ja, ich dachte, mein Liebling, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch, ja. Ja, bei mir ist es, ich dachte. Ich dachte, ich hätte, genau. Das ist die beste Kombination. So, dann lege ich mich gleich hier hin. Ah, falsche Richtung. So. Muss ich das jetzt gedrückt halten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Die drehen sich wahrscheinlich in verschiedenen Abständen um. Ist es so? Nicht? Nö, vielleicht auch nicht. Dann hast du ja... Das sieht doch gut aus. Blend in with the bodies. Heißt für mich aber, dass ich ruhig bleibe. Ich traue mich nicht. Aber die scheinen sich ja auch gar nicht zu bewegen. Ich traue mich. Die scheinen dir ja gar nicht, dich nicht anzugucken. Ja, vielleicht... Warte. Okay, ja, ich musste noch einen Millimeter nach vorne, bis die von vorne auch kommen. Ja, aber er bewegt sich von alleine. Leute, ihr könnt doch besser tot spielen als das, oder? Ja, wir beide sehen echt nicht so aus, als hätten wir irgendwelche Kugeln abgekriegt. Also die alle, guck mal. Ach Gott. Oh, total getwistet und alles. Und wir liegen da angenehm auf unseren Ellbogen abgestützt und atmen. Ja, als ob da so ein Lichtspot auf uns wäre. Das würde es noch ein bisschen schlimmer machen. Aber wir sehen echt sehr auffällig aus. Hätten wir uns vielleicht anmalen. Sag, was sind das auch für Leute hier? Dass die einfach mal... Die sehen uns nicht tot genug aus. Hat er da eine Granate? Der hat wirklich Raketenwerfer. Was passiert hier? Was? Okay, da haben wir wahrscheinlich den Ton nicht gehört. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. So. Noch näher geht nicht. Jetzt laufen sie schon auf uns drauf. Haha, wir sind sehr tot. Ja, die schießen wir nicht an. Alles gut, wir haben sie alle zweimal getötet. Die sagen wahrscheinlich, ja, haben wir sie, oder? Ja. Ach komm, echt? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Das machen die doch absichtlich. So doof sind die. So, er hat sich angepipit. Siehst du das? Er püschert sich in die Hose. Ja, als wenn er jetzt nur eine Geisteserscheinung von Big Boss ist. Aber Moment, nein, er püschert nicht. Da kommt Wasser irgendwo raus. Oder ist es so, wenn die zweimal geschossen werden, dass die Blase sich entleert? Ja, aber einmal der Darm, Nummer 1, Number 1 und Number 2. Der Beutel. Beutel. Ich habe gerade hochgeguckt, oder? Ah, oh Mann, wir haben keine einzige Wunde. Oh, sie haben mich gefunden. Hallo, ich bin tot. Oh, zum Glück. Naja, oder zum Pech. Man weiß ja nicht, ob das... Viel schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Okay, da kommt wieder das wolgenartige Gebilde. Oh. Ah, die werden voll angebrutzelt. Hat der da einen Gastank? Auf dem Rücken? Nee, ist was anderes. Wahrscheinlich Luft. Doch, aber... Sauerstoff. Achso, Luft, damit sie, falls sie hier alles weggasen. Ja, die haben ja vorhin auch Gas benutzt.
Ja, den kriegst du nicht kaputt, der ist aus Feuer. Was willst du da machen? Du kannst höchstens den mit einem Speiseeis bewerfen oder so, ja? Hier, Cornetto auf dich. Oh ja, vielleicht hilft eine Panzerfaust. Nein. Also, sie haben sicherheitshalber eine Panzerfaust mitgenommen, was keine gute Idee ist in so engen, abgeschlossenen Räumen. Und schon wieder Schrapnell. Oh. Nur das eine Bein, was funktioniert. Ah, was siehst du? Eine Pistole. Ja, aber du hast ja gerade gesehen, was die mit dem machen. Ich glaube, dass die eine Pistole da nicht viel... Ja, das ist die Gatling Gun von außen, ne? Oh Gott, oh Gott. Lauf, Boss, lauf! Schon. Unsere Rettung schießt genau, schießt da mal drauf. So funktioniert das nämlich mit Sprinkleranlagen. Ja, aber eigentlich müsste der Sprinkler doch wegen dem Feuer angehen. Ja, eigentlich mal schon. Der hätte eigentlich bei dem ersten Feuer schon angehen aber sollen. Aber es ist zypriotische Wertarbeit. Ja, das ist doch jetzt wirklich ein Denkfehler. Aber wenn man dran schießt, dann funktioniert es. Aber wenn sich da drunter eine lebende Fackel befindet. Er war nicht lang genug dran, es muss ja erstmal sich aufwärmen. Also von der Firma kaufe ich keine Feuermelder und Wasserlöscher und alles. Von Cypress Fireproof. Gut, okay. Aber wir haben es endlich hinter uns. Puh, das war aber ein Spektakel. Ja, guck mal, ich kann hier wieder meine Gelenke einrenken. Habe ich vorhin mit dem Arm gemacht. Er gibt mir auch nicht die Waffe, ne, der Ishmael. Der behält sie für sich. Ah, aber Feuer. Aber ich find's toll, man ist irgendwie... Also man ist wirklich für den Anfang von einem Spiel, ist ja immer so eine kritische Phase. Mhm. Man will ja alles irgendwie zeigen und auch begeistern, aber auch die Story voranbringen und bestenfalls Sachen foreshadowen, die später wichtig werden und alles. Dafür ist es echt gelungen. Also mir gefällt es bisher richtig gut. Ist sehr schlauchig und führt einen ein. Das ist eben das Ding, was an Kojima immer so gut funktioniert. So, der weiß, was er macht, aber man kann nicht wirklich wissen, was man bekommt bei dem jedes Mal. Ja. Das ist immer eine Wundertüte auch. Yeah, Kopfschuss. Geil. Gut gemacht. Ishmael, du bist echt gut. Hier hinten was? Nein. Wo kann ich mir von dem aus eine Waffe nehmen? Ja! Oder? Doch, gib's mal her. Ich will auch ein. Yeah! Endlich. Mit Schalldämpfer sogar. Oh, die gefällt mir gut. Was? L2, use weapon? Ach, L2, okay. Okay, alles klar. Zack! Das habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Ja, das ist explodiert gleich und macht hier... Wieder explodiert was nicht. Ah! Sag doch einer einem. Okay, lass mich. Oh, schnell, mach die erst noch fertig, bitte. Ja. Nein.
Was hat er denn? Was hält er aus? Ach nee, Ishmael haben sie gekillt und nicht mich ausnahmsweise. Ja, aber das war nicht der Deal, dass wir uns um Ishmael kümmern müssen. Ganz genau. Dann beginnen die Werbung, kommen gleich wieder zurück und gucken mal, wie wir diese Stelle vernünftig meistern, ohne dass Ishmael uns wegkratzt, abkratzt. Mal gucken. Ja, er muss ständig gerettet werden von uns. Der ist babysitten. Geht nicht anders. Chat, wir sind umgezogen und haben hoffentlich das Problem sondiert, eingekesselt und ich habe sogar zum Hashtag dieses Abends errufen, aber wir hätten eigentlich irgendwie Tonprobleme, hätten wir als Hashtag nehmen sollen. Aber das kann man natürlich vorher nie wissen, was wirklich einschlagen wird. Jetzt, Gregor, kümmere dich um die Playstation und nicht um den Ton, denn ich habe jetzt keine Ahnung, was wir in den kommenden Minuten machen, aber wir werden dieses Spiel zum Laufen kriegen. Und dann werden wir hoffentlich weiterspielen. Und dann hört ihr auch beide. Ich habe extra
extra das S-Wort vermieden. Ja, aber du hast einen Hashtag ausgerufen, oder wie? Ja, naja, aber meine Tweets liest doch eh keiner. Also insofern. Nein, lesen nicht. Hier ist Follower ist nicht gleich. Leute lesen die Tweets. Das ist eine schöne Funktion bei Android. Ja. Wo du dir Statistiken über die Tweets angucken kannst. Wie viele Leute den gesehen haben, wie viele Leute damit interagiert haben. Ich guck mal auch bei einem bestimmten. Ach, ich dachte. 30.000, 40.000 oder so? Keine Ahnung. Sowas gucke ich mir nicht an. Diese Listen sind doch alles. Sind doch egal und nur Schall und Rauch. Okay, man kriegt deine Funke nicht, dann testen wir das jetzt. Kurz mal die Erklärung für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben. Hallo erstmal, wir sehen euch hier. Mehr Arschritzen bitte. Können wir noch ein paar Leute mit Arschritzen vorbeischicken, die sich hier vorne bücken? Okay. Ich sag mal ein bisschen was. Ja. Eure an ist die Funke. Und schlägt aus. Wahrscheinlich die Regie von meiner. Das ist der Tontest. Das ist der. Das sind die Sachen, die ihr sonst nie seht. Die eigentlich dann doch während jeder normalen Sendung hier stattfinden. Der Tontest. Es ist so super akut, dass wir hier alles rüberschleppen, dass die Regie und die Leute, die hier sind, dankenswerterweise das hier nochmal fix aufgebaut haben, damit ich kleine Mimose auch mit Sound spielen kann vernünftig. Ja, du bist eine kleine Mimose. Ich schlepp die PS4 her und kann nicht umhin, mir einfach auf den Muffin zu greifen, auf dem Weg hier rum. Das war die wichtige, man muss Priorität jetzt. Ich in einer Hand die PS4, die Gabel zwischen den Zähnen, aber den Muffin, den kriegen wir noch irgendwie zwischen die Finger. So, da kommt die Warnung. Die PS4 wurde nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet. Aber zum Glück haben sie einen Muffin dafür bekommen. Ja, immerhin. Und wir spielen jetzt. Wir spielen jetzt weiter, wir kriegen Ton, es wird funktionieren. Den Spielstand haben wir ja noch. Den Spielstand haben wir noch zum Glück, genau. Die Frage ist eh, was wird jetzt passieren? Es war gerade echt spannend, ein tolles Intro. Ein spielbares Intro natürlich. Ja. Und ich glaube, jetzt nimmt das Ganze vielleicht, was die Entfaltung angeht, noch ein bisschen Fahrt auf gleich. Hier ist das Krankenhaus. Das Krankenhaus ist hier nicht drauf aufgebaut. Nein, ich denke, das werden wir heute auch nicht mehr brauchen, die Karte. Da war da ein bisschen zu optimistisch vielleicht. Doch, wir haben ja. Aber auch das kennen wir. Wir haben ja noch ein bisschen was Lautstärke. Wie geht denn das mit dem hier? So. Ja. Wir sind natürlich nur eine kleine Nachtschicht hier. Deswegen sind wir halt nicht für alle Notfälle vorbereitet. Aber wir haben echt schon die ganze Zeit Technikprobleme. Wir bereiten das Feld für die anderen Nachtschichten vor, damit die nicht mit diesen Sachen zu kämpfen haben. Ja. So, das war deins, oder? Oder war das meins? Na, das ist nicht deins. Kannst du mal schön vergessen. Ja, wo irgendwo war meins? Ich glaube, du hast dich für den Muffin entschieden. Ich hab nur meins. Na gut. Komm, lass uns direkt mal weiterspielen. Und die Leute haben drum gebeten. So. Jetzt können wir es ja... Okay, sehr gut. Oh, Woran haben die Leute gebeten? Gebeten? Aber das machen wir jetzt automatisch, weil jetzt haben wir ja auch Stereo-Sound, dass wir zum einen nicht essen werden. Haben sie das gesagt? Ja, das war eine Lüge. Darum gebeten, dass wir nicht so viel reinquatschen. Was wir natürlich machen werden, man hat nur gerade die Hälfte nicht gehört vom Spiel. Ganz genau. Haben wir die andere gefüllt. Also wir haben jetzt nur geredet, weil eben die Sprachausgabe nicht richtig rübergekommen ist mit der Leitung unten. Werden wir natürlich hier bei den expliziten Sprachausgabensachen natürlich hier nicht machen. Okay, das hören wir immerhin schon. So. Hold up. I'll take the right. You take the left. Guck mal, ich hab die umgebracht. Da bist du richtig stolz drauf. Ja. Aber das findest du richtig geil. Gucken Sie mal, Herr Therapeut, die habe ich umgebracht. Ich habe Fotos gemacht von Ihnen. Obwohl, ich habe Ihre Familien rausgefunden, dann habe ich die auch umgebracht. Die Waffe wechseln. Ach nee, da habe ich zu wenig Schuss mit. Lass uns lieber die behalten.
Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben immer noch keinen Ton. Das ist doch einfach eine Frechheit. Dieser Ton. Was erlaube Ton? Piu, 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 piu. Was, oh, hast du gesehen? Gerade voll John Woo-Style. Ja gut, lass uns einfach trotzdem ruhig sein. Ja, ja. Aber es tut uns leid, wir haben es versucht. Oh, die Cutscene ist jetzt eh schon zu Ende. Ich glaube, du musst... Ja, auf den Kopf zielen ist, glaube ich, geiler. Ja, weil die haben ja schon eine dicke Rüstung an. Aber auch einen Helm. Ja, der Helm, das wird mit dem Helm wird's ein bisschen schwieriger. Ins Gesicht. Erzähl einen Witz. Und wenn sie lachen, ziel auf die Zähne. Weil dann der Goldzahn glänzt. Ja, genau. Okay, hier bin ich hier oben sicher? Naja, relativ. Wirklich Deckung habe ich hier nicht. Jetzt frage ich mich, ob ich die von hier oben alle wegzimmern kann. Uff. Ach, eigentlich will ich hier gar nicht runter. Ich will wieder die behalten eigentlich. Gibt es so einen Vergleich? Ah! Oh, oh, Entschuldigung. Oh, schnell! Schnell! Mach es schnell! Warten, du musst ein bisschen warten, bis ich... Oh Gott, das habe ich alle entdeckt. Oh Mann. Oh nein. Ich glaube, die kriegen dich. Vielleicht, genau, die Schulter wechseln. Ja. Du musst warten, denn du darfst nicht so schnell weiß, auf einmal schießen. Ich weiß. Ich will ja nur, man vergisst das schnell in der Hitze des Gefechts. Jetzt musst du mal switchen, der SMG, das ist eine. Eine Uzi. Oh, das war eine Granate. Wo ist er? Da ist er. Sehr schön. Jetzt nicht einfach nachlegen, ja. Und da links ist immer noch einer. Ja, der lebt noch. Ja, aber er lebt noch. Er krabbelt da hinten rum. Ja, Will mich aber außerhalb der Schusslinie begeben, dass ich den noch wegzimmern kann. Kurz das Thema Sound noch ein letztes Mal. Wir werden gleich eine letzte Änderung versuchen nach... Die schon gemacht ist, leider. Ja, das mag ja sein. Das mag ja alles sein. Aber der Chat sagt die ganze Zeit, wir sollen 5.1 ausmachen. Wir haben das schon gemacht. Es war gar nicht angeschaltet. Aber wir werden auch wirklich noch mal gucken. Wir checken mal, ob sich das wieder eingeschaltet hat jetzt hier beim Wechsel oder sowas. Mag aber sein. Es ist weird. Es ist auch... es tut uns ja auch leid. Wir glauben mal, dass da ganz viele Leute gerade schon... dran rumrätseln. Guck mal, was passiert da gerade? Da hat sich der Hubschrappschrapp bewegt. Ja, eher der Panzer, oder? Ist es der Panzer? Also, oder irgendwas, was so wie ein Magnet die Sachen anzieht. Ein Magnetomobil. Oh, guck mal, da ist wieder hier Ginger. Oh, Ginger Mantis. Ginger Mantis, ja. Wenn das der Name tatsächlich wäre. Ja, Kojima hat Humor, das könnte sein. Haare, ob der tatsächlich gute Haare hatte oder nicht. Das stimmt. Sieht aber, die Beine sehen zu weiblich aus. Mhm. Oder eben jemand, der die Beine nie benutzt. Oder ist eben ein relativ kleines Kind noch, also jung, das man noch nicht so sagen kann. Oh, ja, oder es gibt halt Leg Day. It's never Leg Day. Oh, der schon wieder. Und wieder das Wolgen-Ding. Kugelschwamm.
Alter. Kann es sein, dass das Thema Schrapnelle sehr präsent ist in den neuen Metal Gear, mehr als sonst? Das ist einfach, weil du mehr Schrapnell darstellen kannst. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es irgendwie aus dem Hirn von Big Boss stammt, aber anscheinend ist es ein richtiger Gegner. Oh shit. Oh shit. Oh, was sollen wir denn jetzt machen? Oh ne. Oh ne. Bisschen Nahkampf, wäre nicht schlecht. Ja. Okay, wir sehen hier Gregor in Action. Wir haben einen bösen Firefeind, der offensichtlich gegen multiple Raketen unverwundbar ist. Oh, quick dive. Ich glaube, der frisst deine Munition zum Frühstück. Alter. Ich glaube, es ist gerade Frühstück. Gut, jetzt kannst du irgendwie abhauen. Jetzt kann ich mich. Kann ich in den Panzer rein? Über den vielleicht fährt der Kumpel hier den Panzer, der Ishmael. Und hat mir gerade einen Out geschafft, wollte ich sagen, aber schon kommen die anderen Truppen hier an. Jungs, ihr werdet das nicht überleben, habe ich das Gefühl. Ein Psycho Blondie. Oh. Okay, erschießen sie sich gegenseitig oder selbst? Ach nee, okay, gar nichts davon. Ah! Oh nein! Oh nein! Oh! Oh. Holy fuck. Tod durch Rotor. Was muss sein? Wir haben wirklich die richtige Uhrzeit gewählt dafür. Jetzt bin ich aber gespannt. Panzer müsst ihr eigentlich... Nee, siehst du, der sammelt den Shit auf und spuckt ihn zurück. Es bringt überhaupt nichts, auf den zu schießen. Hätte ich jetzt auch gemacht. Die Holzhammer-Methode. Aber ich habe das Gefühl, gleich so wie Bud Spencer geht er so hoch und dann boxt er den Panzer weg. Ja, ja? Der Panzer explodiert und er reißt ihn auseinander. Du weißt ja, wie diese Gruppe, die immer bei Bud Spencer raufgeht und ihn kloppt. Ja, und er taucht dann raus wie aus dem Wasser. Immer mit diesem Staccato an Schlägen. Ja. Gut, draußen. Ei, ei, ei. Das ist jetzt wie viele Explosionen, die er überlebt in der letzten Stunde? Drei? Ich hab nicht gezählt, aber es waren auf jeden Fall fast dann ein halbes Dutzend an, bestimmt mindestens. Noch nicht vorbei. Was ist leer? Du denn? Es ist leer. Da war der Bus, Leute. Wie geil. Gestorben durch den Krankenwagen. Wurde nicht mal gestorben. Nee, aber nur weg. Wer ist denn da am Steuer? Natürlich Ishmael. Rechtsverkehr in Zypern. Oh. Man leidet so mit ihm. Das ist wirklich. Kann er nicht einfach nochmal 9 Jahre zurück ins Bett legen? Weißt du, als ob das Karma sagt, sozusagen, du hattest jetzt 9 Jahre Chill, da du im Koma warst. Alter, es kommt alles auf einmal. Die Feuerwehr. Das sind aber wahrscheinlich die Richtigen. Das ist die dümmste Feuerwehr ever. Du musst doch vor dem Feuer anhalten. Ja, die haben wahrscheinlich nicht mit einem Mann aufs Feuer gerechnet. Die dachten wahrscheinlich, wir müssen den retten. Boah. Und auspusten schnell. Oh, jo. Alter. Geil, richtig toll. Völlig unglaubwürdig alles. Und übertrieben, aber echt toll. Ah! Ah! Ausgerechnet. Oh Gott.
Da, noch ein Hubschrauber. Was fehlt jetzt noch? Ey, welcher nicht jetzt so einen Hubschrauber erschossen? Oh nein, Ishmael! Ah, warum bist du... Oh nein! Er hat so lange durchgehalten. Ja. So lange. Boah, sag jetzt nicht so Mission Impossible Style, dass das Ding mir hinterherkommt im Tunnel. Ne, von außen, ne? Ich wäre im Tunnel, glaube ich, lieber stehen geblieben. Boah. Oh. Gurte retten Leben. Ja. Außer von dem einen Toten. Ja, aber der war schon vorher. Also der Gurt war nicht der Grund. Kann der Wagen nichts für. Ja, aber hängen wir jetzt an der Klippe oder sowas dran? Ist ja nicht schlimm, sitzt ja in der Ambulanz, die werden sich direkt um dich kümmern. Okay. Xylotimbo. Der Holzfäller Gegend. Was mich jetzt interessieren würde, guck mal rüber, ob Ishmael noch da ist oder nicht. Oder ob er, obwohl er kann kein Gespinst, Hirngespinst gewesen sein, weil er ist ja gefahren. Er hat uns ja gerettet mit dem Auto. Ja, aber er rettet uns ja schon die ganze Zeit. Man könnte es auch so symbolisieren, dass das eigentlich Big Boss war. Eigentlich aber er sich vorgestellt hat, als ob sein It irgendwie ihm aushilft. Okay, jetzt. Das Mantis. Jetzt muss aber echt was passieren. Ein Wal? Es ist mal ein fucking... Ein Feuerwal! Okay. Ein fucking Feuerwal, Respekt, der Kushima. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich hätte auf vieles, aber nicht auf einen riesigen Feuerwal. Und einen Phönix. Denn natürlich. Ein Phönix Pegasus. Er reitet auf einen Flammen-Pegasus. Meine Fresse, durch Leute. Zypern. Leute. Und das ist der Anfang. So ein bisschen wie bei God of War 2 damals, ja? Du kämpfst gegen eine riesen Titanenstatue, er ist explodiert. Was ist das? Der erste Level. Ah! Oh. Ocelot! Unerwartet. Revolver Ocelot. Was macht er denn auf Zypern? Naja, ist wahrscheinlich wegen ihm hier. Er hat hier so eine Weinrebe. Pferdeverfolgung. Alter, es ist jetzt... Alter, es ist Drive Horse By. Oh toll, und die Bäume... Und die Bäume brennen, wenn es vorbeireitet. Was für ein Hammer ist das denn? Super, super, super. Oh, es ist... Oh, ist das super. In Griechenland gibt es immer jedes Jahr so viele Waldbrände, jetzt weiß ich, was der Grund ist. Einfach mal der Flammenpegasus. Oh. Also die Inszenierung ist im Moment genauso geradlinig, aber doch innovativer als Call of Duty zum Beispiel. Ja. Es passiert schon einfach viel abgefahrener Kram. Und du musst dir immer vorstellen, das ist quasi Story, Intro, Tutorial, weil der Rest ist ja wirklich open-worldig. Ne? Vielleicht die richtige Entscheidung, um Leute reinzulocken ins Spiel. Ja, das ist alles vollkommen okay. Also wenn die gleich sofort mit Open World anfangen, hast du noch nicht die Story so richtig Infos. Ich hoffe mal. Habe ich ihn? Wo? Ach, da ist er. Ich habe nicht mal so viel Schuss, Mann. Oh,
Die Leute wundern sich, ob Metal Gear Solid schon nur so abgefahren war. Das ist harmlos. Ist das jetzt geschafft, oder? Ja. Alter, in den Flammen springen wir mit dem Pferd. Natürlich. In den Hafen, oder? Ja, was denn sonst? Oh, es regnet. Ein Glück. Und es blitzt, ja, klar. What? Und jetzt ist da gerade der Blitz bei uns eingeschlagen? Jetzt kommt ein riesiger Oktopus. Wenn jetzt ein Oktopus noch kommt. Wundern wird's mich nicht. It's like welcome to Alan Wake. Hey, Hi wäre so 90er. Hi wäre ein bisschen. Ja, aber es ist 80er eben, ne? Ne, ich meine popkulturelle 90er. Ja, ja. Heute noch ein Hai wäre nix. Wir hatten schon einen fliegenden Flammenwal. Ich glaube, Hai ist da schon einfach zu wenig. Da brauchen wir über Hai nicht mehr diskutieren. Da brauchst du einen Haufen von Haien, die wilde Hunde in ihren Mündern haben, die sie ausspucken können, die dann auf dich raufspringen. Ich glaube, einige von den Sachen, die wir heute fantastisieren, die werden noch kommen. Du hast Codename Hühnchen. Huhn bekommen und A. Nicht schlecht. Das ist doch der Time. Anderthalb Stunden schon, wow. Hat sich ja nicht so angefühlt. Die. Also wir haben eine Stunde gespielt, das war insgesamt, solange das Spiel an war. Ich wollte sagen, wir haben nämlich eigentlich 5 Minuten gespielt und 55 Minuten mindestens haben wir Videos gespielt. Aber ein Alert, guck mal, so viel Abzug. Gut, ja, mit dem Hühnchen-Code gehen wir raus, haben den Prolog hinter uns gebracht und kehren danach wieder zurück und schauen mal, wo wir nach Zypern landen, was jetzt passiert. Bis gleich.
Das haben wir wieder. Wieder zurück. Den Prolog haben wir hinter uns gebracht und eigentlich können wir jetzt schon ausmachen und sagen, ich habe mehr von dem Prolog bekommen als von anderen Spielen bisher. Ja, genug Metal Gear Solid für heute. Das Gefühl hatte ich, aber es fängt jetzt erst an. Es fängt jetzt eigentlich erst richtig an. Es wird weniger verrückt, ein bisschen realistischer. Hoffe ich mal. Aber ich glaube, später dreht die Schraube auch wieder an. Also ich glaube, das wird nur kurz. Falls euch zu wenig Sondieren dabei war, davon wird es jetzt mehr als genug geben. Ja. Wir haben übrigens hier, wir können auch gerne aufs Ingame mal schalten, falls ihr das noch nicht sehen könnt, weil ich war hier nochmal in den Soundeinstellungen. Audioausgabe und hier das 5.1 ist ausgeschaltet hier. Also wir haben hier durch den Anschluss, dass ihr hier irgendwas von 7.1 sagt. Vielleicht hilft es was, wenn ich 5.1 mal anmache, stattdessen, dass es aus ist. Ich kann es leider nicht wirklich sagen. Das müsste man mit Bell in der Regie abklären, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Fehler ist. Ja, nicht, dass man mal schön so Stereo oder Mono einstellen kann, einfach in der Konsole. Ja, vor allem der Dialog ist bei 5.1 meistens auf dem Speaker und dann würde man den gar nicht hören. Im Center mit dabei, aber ich weiß ja nicht, welche Spuren da ausgegeben werden. So ein bisschen mit Ton kenne ich mich ja auch aus. Ich habe es jetzt einmal mal angemacht. An oder aus? Wir können es mal probieren. Ich weiß natürlich nicht, ob man das Spiel immer wieder neu starten muss. Ich habe es jetzt einmal auch ausgemacht. Na gut. Weil zum Glück hat er ja, oh Gott, zu viele Sachen drauf. Oder wir spielen Yu-Gi-Oh! Ein wenig. Das wäre ein schöner, oder Kingdom Hearts. Ein schöner Trollversuch. Gibt es zum Glück nicht auf der PS4. Noch nicht. Wir probieren die Sachen einfach mal durch. Ich hoffe mal, dass man die Audioeinstellungen auch mal testen kann, während das Spiel noch läuft und nicht, dass du immer wieder aus- und anmachen musst. Ja. Wir probieren es einfach mal aus. Er ist echt merkwürdig. Anscheinend hat es mit Until Dawn auch irgendwie sowas gehabt. Ja, wir haben wir haben eigentlich schon eine Weile Probleme. Es ist ja so, man kriegt es ja auch mit, wenn man uns verfolgt, dass wir seit der letzten Messe, sage ich einfach mal, echte Probleme haben mit den Kabeln. Wir wissen aber auch nicht, woran es liegt. Ich glaube, der Wurm ist reingekrabbelt auf der Gamescom, wir haben ihn mitgebracht. Deshalb ist seitdem der Wurm drin. Ja, oder vielleicht haben wir halt auch einfach die Kabel scheiße behandelt und deswegen sind sie alle kaputt. Letzten Endes wissen wir es nicht, aber ihr könnt natürlich sicher sein, dass wir daran definitiv arbeiten. Ja. Und das ist kein Spruch, weil daran müssen wir arbeiten, sonst haben wir irgendwann keinen Sender mehr. Genau. Aber lasst uns jetzt diese ganzen negativen Gefühle vergessen. Lasst uns in eine Welt mit Monosound zurückkehren, in der wir Sachen nicht hören, manchmal dafür aber tolle Sachen sehen. Wäre so schön, wenn wir Monosound haben. Ja, Mono wäre wirklich das Beste. Ich würde jetzt gerne einfach alles auf Mono, alles auf einen Kanal klatschen und raus damit. Aber es geht leider nicht. So, also, wie war das? Wir sind mit dem Pferd abgestürzt. Mit dem Pferd abgestürzt? Ja, mit dem Pferd sind wir doch abgestürzt gerade eben. Mit Ocelot auf dem Pferd drauf und jetzt ist Kapitel 1 Rache. Von Zypern nach Israel. Wir sind in der Montage angekommen, oder? Dann gehen wir durch den Suezkanal direkt zum Roten Meer. Mir fehlt auch immer noch ein richtig fettes Intro im Kojima-Style. Ein bisschen fett und gewaltig und lang und mit der Musik. Also bestenfalls, glaube ich, singt nicht die eine Voice-Actress. Genau, das war aber. Oh, er hat die Metallhand hier bekommen. Da ist es. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das Intro. Und in Pakistan. Schöne Entscheidung, das auf die Art zu zeigen, ohne es in langwierigen Szenen. Braucht er jetzt eigentlich E-Zigarette? Das sieht ein bisschen nach einer E-Zigarette aus, oder? Das ist eine E-Zigarette. Aber er hat einen Walkman, weil es die 80er sind. Ich glaube, jetzt wird uns deine Karte wahrscheinlich auch helfen gleich, ne? Gleich. In einer halben Stunde. Ich muss doch mir das Gebiet doch mal angucken. Stealth nennt man das. So, ich habe 3 Tapes bekommen, die ich hören könnte. Weiß erstmal noch nicht. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist da. Oh, Phantom-Gliedmaßen. Jetzt haben wir noch nicht die Internetleitung dran geklappt, also mit dem Internetmodus, das fängt soweit ich mitbekommen habe, eher später an, dass man dann irgendwie so seine Basis gebaut hat und gegen andere Leute kämpft. Ja, seine Motherbase aufbauen kann. Also, wir sind in Kabul, 1984. Mit Ocelot.
Wir hören mal, wenn er wieder nichts sagt, dann mache ich das Häkchen einfach wieder an oder weg, je nachdem, bei wem wir das gelassen haben. Hä? Ja. Machen wir es mit dem Häkchen mal. Das ist der Fehler, den wir schon die ganze Zeit haben. Manche Sprachsamples werden einfach nicht abgespielt, was daran liegt, dass ein Kanal irgendwie nicht abgegriffen wird. So. Und jetzt gucken wir mal, ob das vielleicht hilft. Aber ihr seht ja, dass wir es auch versuchen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat ein Einzelstreamer andere, also nicht solche Probleme wie wir, gerade deswegen, weil wir so viele verschiedene Räume haben, so viele verschiedene Kabel, eine Regie, wo alles zusammenläuft, genau aus diesem Grund haben wir diese Fehler. Was natürlich jetzt nicht zwingend für unsere Technik spricht, aber was doch die Erklärung ist. Wir müssen aber auch sagen, Leute, wir sehen natürlich, wenn ihr das in den Chat reinschreibt, wir probieren die Sachen aus. Es ist nicht so, dass wir dann einfach... Ja, klar. Die Leute sind eigentlich gechillt. Ich will nur auch erklären... Warum ein kleiner DTS Streamer das Problem nicht hat, weil er kein Kabel hat, zum Beispiel Optical zwischen Loud haben wir ja Kamera nicht, und Ton genau. und Konsole und irgendeiner Regie, sondern er nimmt es über seinen Rechner auf oder er schließt die Konsole an den Rechner an. Und da hat man einfach viel weniger Fehlerquellen. Das muss man einfach verstehen. Ja. So wie ich kein Internet habe hier. Das ist halt so. Muss ich mit leben. Ist dann halt so. Hier im Studio drin. So, jetzt geht's aber endlich ab. Afghanistan, willkommen. Starring Punished Snake heißt er jetzt, nicht mehr Naked Snake. Er ist ja bestraft worden. Ich finde aber, Punished Snake ist perfekt. Trifft's wirklich gut. Kannst immer noch nicht so ganz... Revolver Shalashaska Ocelot. Shalashaska! Der sieht in jedem Spiel, also ich weiß, es liegen ja viele Jahre dazwischen, aber sieht immer aus wie eine komplett andere Person. Wenn du den Metal Gear 3 oder Metal Gear Solid 3... Gelebt. Als ob dreimal gelebt hätte. So schaut er aus. Ja, aber guck dir Big Boss an, wie unterschiedlich der mittlerweile aussieht. Ja. Aber ein Horn. Das ist ja bestimmt ein Stück Knochen von irgendjemandem. Toll. Aha. Das ist so eine spezielle Ocelot-Brille, die er hat, womit er dann wahrscheinlich wie so ein Fernglas dann gucken kann, schätze ich mal, wenn ich schon extra erwähnt wurde. Auch typische 80er-Jahre-Technik übrigens, diese Displays. Ja gut, Kojima nimmt sich da gerne Freiheit. Miller is being held in Darwin Dehar to the north. Check its location now. Take out your eye drawer. Alles klar. See Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is, we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Okay, place move marker. Got your binoculars? Or should I say your int scope? Nice. See the village? Straight ahead? To the right. Look up. Ah, da. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviet's 40th Army. Das ist ein Sniper, oder? Miller was taken through there, ja. En route towards Dewan Dehar. Wenn wir Filme eines gelehrt haben, dann dass das eindeutig ein Sniper ist. Put a marker on it, so you don't lose track of where it is. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich Sniper wäre? Ich würde Schafe nehmen oder so, oder Ziegen, und denen so einen kleinen Spiegel um den Hals binden und die halt irgendwo postieren. Mhm. Na, zur Ablenkung. Also ich habe jetzt einen Marker gesetzt. Bei diesem Dorf. In dem Dorf ist wohl Master Miller. Da einer der Kollege, ja. Der mit einem im Flugzeug gewesen ist, der noch mehr abgesprengt bekommen hat als nur einen Arm. Und später auch in Metal Gear Solid 1 auftaucht übers Codec, der mit einem da quasselt. Und wir brauchen erst Intel und müssen noch gar nicht wirklich... eingreifen. Ja, also wir wissen ungefähr, wo er ist, in diesem kleinen Dörfchen, was uns Ocelot jetzt gerade gezeigt hat. Er sagt uns auch relativ häufig dann das Fernglas benutzen, damit wir auch die Gegend einigermaßen vernünftig kennenlernen. Es gab ja auch hier, das hat man in den Trailern gesehen, dass man sozusagen mit dem Pferd reiten kann und sich dann unter das Pferd schwingen kann, wenn man an einem Auto vorbeigeht, dass die Leute denken, das ist einfach nur ein Pferd, was da entlangläuft. Ein gesatteltes Pferd, was einfach da so alleine langläuft, ja. Mit dem Halsband, wo Fifi draufsteht. Und unten hängt ein Soldat dran. Ist ja nicht so, als ob man unsichtbar wäre, wenn man unter einem Pferd hängt. Ja.
Ah, ist auf jeden Fall schön hier. Big Boss. Noch nicht. Aber eigentlich schon. Ja doch, er ist schon Big, Big Boss, ist er nach dem Ende des dritten Teils gewesen. Was eben interessant wäre, die Zeitperiode hier müsste an sich bedeuten, dass eben Solid Snake und Liquid Snake so in ihren Teenager-Jahren sind. Les Enfants Terribles. Ja, und er weiß davon dann noch gar nichts? Oder anscheinend weiß er nicht. Das? Also nee, ich, weiß das nicht. Also ich würde jetzt reinschätzen, weil das ist die Periode, die wir natürlich jetzt nie in einem Game gesehen haben, sondern immer nur da in einem Log gelesen haben und darüber erzählt wurde, dass wahrscheinlich dieses ganze genetische Projekt gestartet wurde, während er im Koma gewesen ist. Ja? Da war ja genug Zeit, vielleicht haben sie ihm sogar, vielleicht wurde der Arm nicht abgesprengt, sondern die haben ihn genommen, damit sie von dem dann schön viel Genmaterial haben. Ja, es würde erklären, dass er auch Liquid Snake, nee, wer war Liquid Snake? Der auf jeden Fall dieser Arm, der ja, genau. Ocelot, sich mit Ocelot verbindet. Ja, und das zu, ist, es ist wie Poesie, es reimt sich. Es reimt sich. So. Ja, die Dinge wiederholen sich. Er ist so. Auch sehr schön, ihr könnt es natürlich jetzt auch nicht sehen durch unsere Übertragungsart, aber 60 Frames, super flüssig. Flüssig und groß. Vielleicht gleich wieder so ein bisschen Red Dead Redemption Feelings hier. So. Ich habe mir zwei Ziele da ausgelegt übers Fernglas. Was